Einen wunderschönen guten Tag zu Dakaraka TV. Heute mal wieder im Keller der Lust bei Max. Servus. Servus Max. Wir haben uns heute versammelt für ein lustiges Spiel. Ja. Ich habe mal wieder meine Chaos-Dämonen ausgepackt und du stellst gleich das imperiale Gegenstück dazu sozusagen. Gegens Chaos. Genau. Gegens Chaos. Ne? Genau, richtig. Und ich führe euch mal durch. Ich habe zwei Detachments dabei. Wir spielen ja 2000 Punkte. Angefangen vom Bataillon. Da angeführt von auch meinem Warlord, genau, dem Lord of Change. Den habe ich aufgeplustert. Was hast du? Der ist erstmal der Exalted Lord of Change mit der Aura of Mutability. Oh, jetzt wisst ihr, was die macht. Ja, bitte. 6 auf Fear No Pain und für jede 6, die ich schaffe, kriegt er einen Lebenspunkt. Ach, dass er den mal nicht töten kann, ne? Genau, dann habe ich noch die unmögliche Robe an. Der ist heute richtig fancy aus dem Haus gegangen. Die machen Dreierritter. Oh. Jetzt weiß ich aber, warum du mir dazu geraten hast, den zu töten. Ja. Dann habe ich Zielsprüche Wall of Change, Gaze of Fate und Infernal Gateway. Ja, und er hat den Wall of Trade in Corporal Form, macht -1 Schaden. Auch noch. Ja. Na, Max? Macht -1 Schaden. Begeistert. Der ist ein guter Typ. Ja. Der ist richtig gut dabei und der hat sich schick gemacht für dich. Ja, hat er. Mit die unmögliche Robe an. Mit dem Ausschnitt, das glaubst du gar nicht. So, dann habe ich dabei einen Poxbringer. Der hat mir erstmal eine Pestilenz dabei. Dann habe ich dabei 20 Blattletter mit Ikone, Kommandoabteilung sozusagen, wie man so schön sagt. Ne? Also nicht Kommandoabteilung. Ja. Der hat natürlich 1 CP Banner auf Blatt, die kommen gleich in Deep Strike nochmal für ein CP, dass sie dann 3v6 angreifen können. Muss man haben. 2x3 Nurglings, einmal 27 Plaguebearer mit Kommandoabteilung, 5 Plague Drones mit einer Ikone dabei. Dann sind wir schon fertig. Im Bataillon. Dann kommen wir zum Patrol Detachment. Angeführt von nichts anderem als der alten Fletcher himself, Belacor, Prince of Darkness. Ja? Ist er der Prince of Darkness? Doch, eigentlich schon, aber eigentlich ist das Ozzy Osbourne. Ja. Ozzy Osbourne, mein Vater hat Karten für Ozzy Osbourne für ein Konzert von vor 2 Jahren, glaube ich, gut verschoben, dann wurde es wieder verschoben wegen Corona und jetzt sagt er, jetzt weiß er gar nicht, lebt der Ozzy noch, wenn er wieder nach Deutschland kommen will, weil. Ist ja auch so ein bisschen Legendensterblich. Altes Männlein. Legendensterblich. Das ist ein cooler Typ. Sollen sie beide Prince of Darkness sein? Ja, okay. Der hat auch hier den Fluch als Zauberspruch und das Bartuch der Verzweiflung. Oh. Das ist mal gut. Da werde ich hier gleich nochmal vorlesen. Okay. Dann wirst du auch wieder lachen. Dann habe ich dabei einen Keeper of Secrets. Der ist natürlich Exalted Keeper of Secrets mit einem 4er Rettungswurf mit den Quick Silver Reflexes. Ist geil, weil alle meine großen Dämonen haben eigentlich mindestens einen 4er Retter. Ja, richtig geil. Ne? Der hat die Delightful Agonies und die Hysterical Frenzy als Psy-Kräfte. Dann 2x10 Dämonetten und 1x3 Fiends macht 2000 Punkte Ormkorb Chaos Dämonen. Fantastisch. Und vom Prince of Darkness kommen wir zur Prinzessin auf der Erbse, Max. Ja. Was hast du da wieder hingestellt? Ich habe die imperiale Armee mal wieder gedacht, führe ich aus, weil es ist so lange her. In letzter Zeit waren immer nur die Tyranniden des Turniers, die Turniertyranniden am Start und jetzt sind es mal die unturniermäßigen Kadianer als Gegenstück zu deiner Chaos-Armee, weil. Kadia stands! oder halt auch leider nicht. Aber auf jeden Fall haben die neue Regeln und die wollte ich mal ausprobieren, ne? Ich habe ein Bataillon dabei mit 3 Hakus, einmal dem Tempestor Prime, einmal meinem, ich glaube das ist sogar mein Krieg, nee, doch das ist mein Kriegsherr, der Lord Kommissar. Oh. Der Lord Kommissar habe ich dabei, weil ich viele, viele Rekruten dabei habe und irgendeiner muss dafür sorgen, dass die vernünftig arbeiten. Und natürlich mein Panzerkommandant. Mein Panzerkommandant hat vorne eine Laserkanone, an den Seiten Plasmakanonen und auf dem Kopf sitzen die dicke Knifte als Kampfgeschütz, und zwar das Reliktkampfgeschütz aus dem, das neue aus dem Octarius-Datenbuch, und zwar den Torwächter, Gatekeeper. Ja, 3 Schaden flat. 3 Schaden flat. Boah. Und zufällig 1 wiederholen, ne, +1 aufs Schaden bei gegen Chaos-Einheiten. Ja, irgendwie sowas. Irgendwie sowas, ja. Deswegen, den habe ich dabei. Das war jetzt meine HQ-Sektion. Dann habe ich pickepacke voll die Elite. Da ist drin mein zweiter General quasi, der kleine Platoon-Commander.
mit Bolter, zwei Astrophaten. Der eine kann plus 1 auf den Deckungswurf geben und der andere, oder auf den Schutzwurf, und der andere minus 1 aufs Treffen für dich. Und natürlich, was man braucht gegen das Chaos, ein Priester. Ja, weil klar. Irgendeiner muss die Leute anpeitschen. Dann, was habe ich in der Elite-Sektion, habe ich noch 4 Melter-Dudes, Kollegen von den Sions mit Meltern. Und 2x9 Bulgrim. Oh Gott. Ich habe die Modelle, ich will sie ausführen. Oh Gott, oh Gott. Auch wenn sie sehr teuer sind und meistens nicht viel tun, außer zäh sein und sterben. Aber 3 haben einen Rettungswurf jeweils und 6 jeweils einen 2er Rüstungswurf. Alle haben den Knüppel, wie man sieht. Iggy und Horst. So, dann habe ich Sturm. 2 Flammenwerfer Scout Sentinels. 2 Einzelne. 2 Einzelne, genau, gut, für die Mission. Dann habe ich Standard. Auch so ein paar, ne? Auch so ein paar. 2x5 Sions. Dann 2x10 normale Infanteristen und 2x30 Rekruten. Geil. Mit CP für White Shield? Exakt. Ach Gott, wie heißen sie auf Deutsch? Weißbleche hieß sie früher. Okay. Aber ich nenne sie Rekruten, weil das sind Rekruten, aber Weißbleche waren das früher. Und die Rekruten haben durch diesen CP, den man ausgibt, also durch die Gefechtsoption, können die ganz normal Befehle erhalten, anstatt auf die 4+, und kriegen plus 1 oder 2 von Moral, was scheißegal ist, weil ich habe ja den Lord Kommissar dabei. Macht allen einen 9er Moralwert. Und da machen keine Metzges. Er wird dann erschossen, wenn das nicht läuft. So, und zu guter Letzt haben wir noch Unterstützung, richtig? Ein Manticore mit fest 3 Schaden. Ja. Und 2x3 Mörser. Geil. Und mir fällt ein, für 1 CP, also das ist quasi, der Manticore hat quasi sein Full Payload bekommen für die Kriegsendfähigkeit, die ich nicht verteile. Dafür hat der Panzer bekommen für 1 CP auch einen Panzerass, ist mein Panzerkommandant, und zwar, dass der, wenn er sich weniger als 5 Zoll bewegt, was er immer tut, damit er doppelt schießen kann, auch gleichzeitig 1 Mal verwunden wiederholt. Das ist gut. Und zu guter Letzt, was ich ja ganz vergessen hatte, René, der kleine Chef, haben wir gerade drüber gesprochen, hat ja auch noch ein Relikt, ein zweites, habe ich auch ein CP für ausgegeben. Weil wir beim Thema Kadia sind, hat er das Relikt vom verlorenen Kadia. Ja, gut. Ja. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Es sind 2 Sauerpunkte, ne? Korrekt, exakt auf den Punkt. Ist der nicht eigentlich der Anführer von dem Trupp? Und das ist der Prime? Weil der hat so einen Mantel, weißt du? Ja, aber der hat eine. Ja, aber der kann alles auch Prime. Der hat halt. Dem ist kalt, dem nicht. Und ach so. Okay. Der hat die Plasma-Pistole und der hat die Plasma-Pistole. Ja, das sind so weltliche Probleme und damit gebe ich mich ja heute gar nicht. Ja, das ist so. Du bist eh gefühllos und kaum. Dann würde ich mal sagen, gucken wir uns mal das Board an. Ja. Wir spielen die Mission 31 Überrennen aus der GT-Edition 2021. Das ist das Spielfeld für heute. Das sind Ruinen. Das ist auch eine sehr große Ruine. Alles ist obscuring und breachable, wie ganz normal. Ja. Dann haben wir hier noch überall so ein paar Barrikaden versteckt, da hinten in der Mitte auch. Container. Ja. Das hier ist einfach so Sichtblocken, so wie es ist, würde ich jetzt mal behaupten. Kann man durchlaufen, oder? Ja, würde ich sagen, da kann man ja unten drunter. Ne? Es sei denn, man hat einen dicken Poppes. So. Und das hier sind Hügel. Ne? Die haben keine weiteren Regeln, außer dass wir ihnen Obscuring gegeben haben und dass man da nicht durch kann, weil das ist drum Stein. Oder drumrum. Das ist Stein. Ne? Wir haben 6 Marker. 1, 2, 3, also 3 direkt an der Aufstellungszone, halte 2 ja. Für 5 Punkte, halte 3 für 10 und halte mehr für 15. Die Missionen sind heute wie folgt, ich habe sie hier schon notiert. Sehr ähnlich. Ja. Max und ich wollen beide die Banner aufhissen, denn 3 Missionen am Aufstellungspunkt ganz eigentlich nicht schlecht. Ne? Dann möchten wir beide uns an einen Fronten engagieren und der Max möchte meine Charaktermodelle umtöten und ja, weil sie halt ziemlich groß sind, ne, und ich kann sie nicht beschützen. Das und ist so. Ich möchte dafür seine Masse töten, weil die ganzen Rekruten geben halt Punkte, die Bulgrins geben halt Punkte und das fand ich jetzt ganz gut. Fand ich jetzt ein bisschen einfacher und offensichtlicher, als dass ich Assassination nehme. Ja. Und jetzt würde ich sagen, boah, move. Wir haben aufgebaut und zwar
Ich hier auf dieser Seite, hier stehen meine Fiends, 10 Dämonetten, Herrscher des Wandels, Belacor, Keeper of Secrets, Hüter der Geheimnisse. Ja. Kann man schon bei Deutsch bleiben, ne? Seuchenhüter, Dämonetten und hier meine Seuchenfliegen. Hier haben die Nurgles infiltriert, dort vorne auch im Schock für 1 CP, damit starte ich gleich mit 6, meine Zerfleischer. Hier stehen White Shields mit dem Lord-Kommissar. Das ist der Kommissar 00 Schneider. kleine lokale Anekdote. Tank Commander, Manticore, 9 Bulgrins, so ein Sentinel, der kann gleich noch in der. Der kann noch scouten, wenn er will, ja. Dann geht's hier weiter. 10 Soldaten. 10 Soldaten. Mörser. Zauberer. Ach da, genau. Ja, bei den Bulgrins. Nochmal Mörser, der Priester, der mit dem Relikt von Kadia, Haufen Infanterie, nochmal Rekruten und hier ist das Sentinel. 19. Gut. Ja, starte mit 90. Und ich habe den Rest, alles was hier ist in den Shop-Reserve. Gut, dann würde ich sagen, müssen wir nur noch wissen, wie es anfängt. Ich habe eine schöne 6. Ich weiß nicht, ob die erste Runde mir überhaupt was bringt. Also, meine 6 ist natürlich mal wieder egal. Ich habe ja letztes Mal am Turnier schon dreimal wieder nicht angefangen. Und ich wittere, dass es heute noch mal so sein wird. Du wirst dafür das nächste Turnier öfters beginnen, René. Siehst du. Ich fange einfach nie an. Oh. Astra Militarum Turn 1. Max, deine Bewegungsphase und deine Befehlsphase ist rum. Führ uns mal durch. Alles ist vorsichtig nach vorne gerückt. Die Scout Sentinels sind etwas schneller nach vorne gerückt, damit die an allen Fronten holen. Der muss vorrücken und der nicht, der kann den Flammenwerfer noch so ein bisschen reinlunzen. Noch hast du Engage, bis die neuen Regeln kommen? Noch habe ich an alle Fronten. Ja, dann Befehle würde ich geben, beziehungsweise erst zaubere ich ja und dann gebe ich Befehle. Ja, es ist, wie gesagt, es ist einfach nur alles nach vorne gekommen. Ne? Ja, alles ein bisschen nach vorne gekommen, ohne irgendwie große Aktionen machen. Die Kollegen machen an dem Marker, setzen einen Banner. Aufstellen. Die Kollegen setzen hier einen Banner und die Kollegen setzen da. Nee, gar nicht. Die vorne setzen da einen Banner, damit die Rekruten noch schießen können. Du brauchst mal so eine Gerte, weißt du, wie die Marschälle so im Zweiten Weltkrieg, um zu zeigen, wer was gemacht hat. Ja, das wäre gut, da hast du recht. Ich kann dir aber schon mal sagen, was die Befehle sind, und bevor ich zaubere. Der Panzer ist auch zur Seite. Der ist leicht, ne? 4, damit er weniger als die Hälfte zur Seite gerückt, damit er geradeaus durchschießen kann auf hier das fiese Zeug. Gut. Stinkende Zeug. Ich fange an zu zaubern. Mit meinen 2 Astrophaten, ich bin mir noch nicht ganz sicher, auf welcher Einheit ich das zaubere, aber ich zauber zumindest +1 auf den Schutzwurf auf die Bulgrins. Macht Sinn. Macht Sinn, weil ich weiß nicht, was noch passiert. Kommt. Achso, 2 Würfel. Wäre besser. Ja, kommt. Und -1 auf Treffen. Auf. Ich bin außerhalb der Bande. Ja, weiß ich. Du bist über 30 Zoll entfernt. Bei denen, die sind eh tot, wenn du die angreifst, da kann ich noch so viel drauf zaubern, wie ich will. Du kommst aber nur mit einem, maximal einer, mit maximal der einen großen Prinzessin da in den Nahkampf, ne? Dann auch auf die Bullgrenz kommen. Weil was können. Hier soll es auch treffen. Kommt auch. Kannst du auch dich da bewegen, weil da ist das Würfel. Ja, das ist so richtig. Gut, Zielphase beendet. Die Zielphase beendet, jetzt kommen die Befehle. Die Befehlsphase. Und da hat sich jetzt einiges geändert. Da hat sich geändert, genau. Und zwar, dass der Panzerkommandant auch normalen Panzern Befehle erteilen kann und nicht nur Lean Russ Panzern. Das wäre eine Änderung. Und die zweite Änderung ist, dass wenn ich einen Befehl gebe, dann gilt dieser Befehl an Infanterie, gilt auch in 6 Zoll Umkreis um diese Einheit. Das heißt, der Kollege gibt jetzt denen einen Befehl. Und zwar, dass die Verwundungswürfe von 1 wiederholen. Dann gilt der Befehl auch für die Einheit, weil die in 6 Zoll sind. Und für die Einheit, weil die in 6 Zoll sind. Und theoretisch, nee, die sind keine Kardianer. Aber für alle Kardianer-Einheiten. Gut. Aber die Rekruten sehen sowieso nichts, ne? Doch, die Rekruten sehen hier so ein bisschen. Ach, die alte. Die Lady. Wobei einer kann schießen. Also,
Ignorieren wir es, aber das wäre halt gut. Ganz praktisch. Die Mörser haben sich jetzt nicht bewegt, deswegen wiederholen die Einsen, weil sie Kadia sind. Ja. Und wiederholen die Einsen beim Verwunden, weil sie halt den Befehl bekommen haben. Dann, hier mache ich keinen Befehl, weil die pflanzen Banner auf. Die können nichts machen. Die können auch nichts machen, weil sie Banner pflanzen. Der hier gibt noch einen Befehl. Der Panzerkommandant. Der Panzerkommandant. Beziehungsweise für einen Kommandopunkt, den bin ich wieder runter auf 9, gibt er 2 Befehle. Und zwar zweimal den gleichen Befehl, den kardia-spezifischen, deinen Lieblingsbefehl. Man darf die Anzahl der Schüsse wiederholen. Ah. Weil beide alles... Und das waren Strategien? Dass den zweiten Befehl geben kann. Für einen gibt er sich selbst den Befehl und für den zweiten, damit er 2 Befehle machen kann, 1 CP. Das heißt... Gucken wir gleich nach. Ja, auf jeden Fall gibt er noch einen zweiten Befehl und das heißt halt, die beiden wiederholen ihre Anzahl der Schüsse. Die wiederholen eins beim Verwunden und beim Treffen. Beim Treffen wiederholen die sowieso ihre Dinger, weil sie alle Kardianer sind und sich nicht bewegt haben. Außer dem Panzerkommandant. Aber ist ja nicht da schön. Kann ich, glaube ich, neuerdings für 1 CP auch sagen, dass der sich bewegen soll. Guckst du das eben nach? Guck ich eben nach. So, jetzt hast du nachgeguckt. Ich habe nachgeguckt. Ich habe auch 3 Bücher zum Nachgucken. Das macht sehr viel Spaß. Also, ich gebe dem Manticore den Befehl, dass er die Anzahl der Schüsse wiederholt. Ja. Und weil er sich nicht bewegt hat, wiederholt er E1 beim Treffen. Gut. So, der Kollege hat sich weniger als die Hälfte seiner Bewegung bewegt, deswegen darf er mit seinem Turmgeschütz doppelt schießen. Hat sich aber bewegt, deswegen darf er keine Einsen mehr wiederholen. Weil er Kardianer ist, genau. Er gibt sich aber den Befehl, Einsen zu wiederholen beim Treffen. Und ich gebe 2 Kommandopunkte aus. Und zwar für die Gefechtsoption Feuerhagel aus dem Ionischen Erwachenbuch, glaube ich noch, dass er einfach seine volle Anzahl an Schüsse raushaut. Anstatt dass ich würfel. Geil. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ich könnte auch machen mit den neuen Regeln für die Kardianer, für 2 CP, dass er als stationär zählt, dann würde er auch eins beim Verhunden Treffen wiederholen. Aber dann mache ich lieber die Anzahl der Schüsse komplett. Ja, macht er ja jetzt so. Genau, deswegen. Dann fangen wir an. Dann legen wir los. Das ist ja alles kompliziert, ne? Aber hallo. Wir fangen an hier erst. Mit der Mörserbatterie. Wir fangen hier ganz entspannt an mit dem Flammenwerfer da drüben in diese kleinen hässlichen Gnome. Anzahl der Schuss, 1 Schuss, aber der Flammenwerfer, der macht nichts. Doch, Stärke 5, ne? Ja. Ich glaube, ich habe wieder schon 2. Oh. Ja. Rettungswurf nicht bestanden. Phenopain nicht bestanden. Hat Schaden gemacht. Schuss. Und dann schießt die erste Batterie auch in die Reihen. Warum nicht, ne? Anzahl der Schüsse. Das ist in Ordnung. 13, ja. Nurgles magische Zahl. Ja, so Skaven, ne? Ja, ich weiß. 3. 13. Treffen auf die 4. Wiederholen die Einsen. Schön, dass keine Einsen. Keine einzige 1. Hervorragend. Aber war trotzdem ein sehr guter Wurf. Ja, auf die 2 jetzt, ne? Auf die 2 anstatt. Ne, auf die 3. Ich habe nur Stärke 3 mit dem Mörsern. Dann bin ich mir sehr sicher, dass du 4 hast. Echt? Ja. Okay. Na gut, dann vertrauen wir dem René. Der kennt die Regeln immer besser als ich. Oh, eins wiederholen wegen dem Befehl, das ist alles. Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 28. 9 Stück. 5er Retter. Der war. Ein Schaden von 9 Leben. Die Würfel sind bei uns beiden heiß. Die andere Mörserbatterie wollte ich eigentlich auf den da drüben schießen, aber leider lässt sie mir keine andere Wahl, also schießen wir auch hier vorne hin. Und das ist etwas traurige 8 Schuss. Das trifft auch nicht. Jetzt verlassen sie mich hier. 3. Matt. Zwei Phenopenisier, beide Phenopenisier. Ihr habt eigentlich auch die schwarzen, bösen Chaos-Würfel genommen heute, ne? Ja, ich sehe es. Ich habe die weißen oben gelassen. Dann war das... 21 Schuss Mörser, ein Schaden. Ja, bei einem Widerstand 2 Modell. Genau, okay. Halten wir einfach so fest, okay. Dann schießt jetzt hier der Kollege. Der Panzerkommandant. Der schießt mit vollen Anzahl der Schüsse... Auf die Fliegen. Mit allem komplett. Also das heißt auch die Plasmawerfer haben volle 3 Schuss und nicht jede rein. Ja. Plasmakanon, richtig. Alles in die Fliegen rein. Die gefallen mir nicht.
Max. Machst du Transhumanen an? Nee, die Anfang der Schussrunde ist zwar schon vorbei, aber ich würde. Du hast da hinten auch schon was angesagt, was du vielleicht noch nicht angesagt hätten müsstest. Du hast ja auch dann hier angefangen zu schießen, wenn du mich noch 2 CP ausgeben lassen würdest, dass ich hier, dass die einen 4er Retter haben. Ja, komm. Gut. Raus, die werden eh sterben. Die Dämonenwelle. So. Ist an. Jetzt muss ich gucken, was jetzt dieser Torwächter macht. Ich meine, der macht plus 1 auf die aus ja. Verwunden quasi. Guck's mal nach eben. Jetzt wird's heftig, Leute. Da sind 12 Schuss. Ne? Ja, nee, also wir fangen an von unten mit der Laserkanone. Okay. Die Laserkanone, also ich treffe auf die 3, wiederhole Einsen und verwunde mit allem auf die 2. Ah, nee. Nee, mit dem Laserkanone. Mit der Laserkanone, ich hasse recht. Mit der Laserkanone auf die 3, also erstmal treffe. Ja. Hat sich erledigt. Dann Plasmawerfer. Plasmakanone. Plasmakanone. Die machen einen Schaden. 2 werden wir überhitzen. Dann überhitzen wir die! Ja. Woo. Das ist nochmal für dich. Die darf ich wiederholen. Die 1, okay. Weil ich ja. Ja, eins wiederholen habe durch mein eigenes. Ja, dann krieg ich trotzdem eine tödliche Wunde. Oh nein. Gut. Einer nicht. So. Auf die 3 verwunden. Auf die 3 verwunden. Eins wiederholen, weil ich die Panzerassfähigkeit habe. Das ist ein komisches Brett. Die Würfel wackeln hier merkwürdig. Viermal auf meinen Retter. Oh, René, jetzt hör doch auf. Für 2 Schaden. Einer, ein Lebenspunkt geht durch. Das ist doch ein Witz. So, jetzt kommt hier der Torwächter. 12 Schuss. 12 Schuss, weil ich immer die maximale Anzahl mache. Ich schieße halt 2-mal, ne, auf das gleiche Ziel. Treffe auf die 3, wiederhole Einsen. Ja, da sieht fiese 2 dabei. Sieht gut aus. Einer und 2 nicht, ne? 10 Treffer. Ja. Und der verwundet jetzt auf die 2, weil Chaos, ne? Genau, der trifft, verwundet eigentlich auf die 3, weil Stärke 8. Aber plus 1 aus Verwunden, weil du Chaos bist, also auf die 2. Mhm. Und ich wiederhole Einsen, weil ich mich halt unter der Hälfte bewegt habe. Und die Panzer aus. Jetzt hör auf. Also ich hoffe alles. Oh, guck mal, das ist ja nötig hier. Das wird nee. Nee, 9. Geht es natürlich nicht. 9 Stück, Leute. Und die machen 3 Schaden fest. Ja, ist ja gut. Holt ihr raus. Das ist ja ein 4er Rettungswurf. Ja. Für die dunkle Götter. Ist so Schnitt, ne? Ja. Ein bisschen unter. Ja. Das war so. Vorher ein bisschen überschnitten. Jetzt müssen wir einzeln würfeln. Ja, jetzt wird es mühselig. So, genau. Der eine hat ja schon ein Leben verloren. Richtig. Der ist tot. Der ist tot. Einer ist tot. Dann, genau. Dann hat einer noch 2 Lebenspunkte. Dann geht einer nochmal komplett auf den. Das ist auch tot. Das ist einer tot. Dann hat einer noch 2 Lebenspunkte. Das ist mühselig. Und der ist auch tot. Also 3 in Summe. 3 in Summe. Das ist bei so einer heftigen Schussattacke ganz okay und ich würde mal eben die Fliegen entfernen. Es geht weiter, der lustige Kardia-Spaß. Der Manticore wird gewählt. Ja. Und 1 CP für Rache für Kardia. So ist angemacht. Das. Ja. Und das Ziel ist? Die Dämonenprinzessin. Keep of Secret. Die Hüterin der Geheimnisse. Genau. Erstmal kommt die Anzahl der Schüsse, die ich ja wiederholen kann, weil ich den Befehl vom Chef bekommen habe. Aber behalten wir aber. Nur 8 behält. 8 behält man, ist in Ordnung. Das heißt, alle Treffer und Verwundungswürfe wiederholen auf die 4. Kriege ich irgendwelche Abzüge? Ja, super, Max. Nein, du kriegst keine Abzüge. Ja, total super. Gut, dass du das gezündet hast. Stärke 10. Alles wiederholen. Ja, das war wirklich gut. 7, ne? Oder? 6. 6. 4er Retter. Ja, der war auch Schnitt. Ich gebe aber trotzdem einen Wiederholungswurf aus, liebe Leute. Auch weil ich den doch gerne wiederholen möchte. Natürlich nicht. 3 gehen durch. Machen 3 Schaden fest. Weil das sind 9 Schaden, genau. Ja. Ja, dann ist die ja schon halb tot, ne? Das freut mich. So. Dann bin ich auch durch mit meiner Schussphase. Das war extrem gut. Also 9 Schaden. Ja, das war die. Ich habe denen nicht den Rettungs-, den Final Pain gegeben, sondern die kann sich die vielleicht gleich wiederholen. Ja. Gut. Ist auch nicht. Dann bist du durch. Bin durch. Den Nahkampf gehst du nicht, ne? Kann ich nicht, da bin ich. Achso, ich könnte hier nach links in Nahkampf. Mache ich auch. Ich gehe nach links in Nahkampf. Weil das Sentinel mit dem Flammenwerfer ja schon so unerfolgreich war, gucken wir, ob das mit einer 8 kommt so ran. Sollte reichen.
Und dann können deine fiesen Viecher, wobei nerven können mich trotzdem, aber guck mal, ich habe sogar hier noch einen Marker. Na, ja, da steht ja mein Objekt dran. Achso. Also. Ja, ich hab ihn trotzdem. Mir ist es auch total egal, weil er ist tot. Ich stampfe eine Attacke. Treffe. Muss ich echt nachgucken, was Nörkens im Nachhinein. Brauchst du nicht, ich hab. Achso, ja, das ist schon. Aber können wir off-cam machen. Ja, ja. Ne? Das war deine Runde. Du machst ein Banner, zwei Banner, drei Banner. Du machst Engage für drei Punkte. Ja. Und du machst keinen Charakter mit der Tod. Aber das dauert nicht mehr lange. Die Bewegungsphase von den Dämonen ist rum. Viele sind vorgerückt. Hier sind sie, die haben Banner aufgestellt, sind ein bisschen ausgefächert. Die sind aus dem Nahkampf rausgegangen. Keeperin ist noch 11 Zoll schnell, hat eine 6 gewürfelt beim Advancen. Ne? Steht ja jetzt vor der Hütte. Belakor ist auch advanced, steht auch da oben jetzt. Das Hühnchen, ist CP ausgegeben, René. Genau, zum Advanced wiederholen. 2 bleibt 2. Wieso Wiederholungswürfe verwenden? Er ist nicht vorgerückt, dass er eventuell gleich noch angreifen kann. Die sind, haben sich normal bewegt, die stellen Darnbanner auf. Er hat sich nicht bewegt, er stellt als Charaktermodell Darnbanner auf. Dann darf er, hat er keine Aura-Fähigkeiten, ne? Ja. Gut. Die sind ein bisschen, die sind auch gerannt, ne? Dass mir keine Sions hier hinten reinkommen, damit die nicht nerven. Die haben übrigens einen Moralwert-Test bestanden, sind nach vorne gekommen. Ja, ja, ja. Die sind vorgerückt, stehen da jetzt am Marker und nerven den Max einfach nur das ein bisschen zur Hölle da rum, damit er sich nicht dahin bewegen darf, wo er hin möchte. wir haben eine dicke Psy-Phase, Max. Ne? Ja. Der könnte auch zaubern, der könnte einen Smite oder einen Miasma machen. Miasma braucht er aber nicht, weil... der macht eine Aktion, oder? Dann darf er doch auch nicht zaubern. Die ist wann beendet? Ach, in der Bewegungsphase. Der zaubert einfach. Ja, in der Bewegungsphase. Genau. Wir fangen jetzt erstmal an, ich würde sagen, mit dem Hühnchen. Ja. Ne? The Chicken of Fate. The Chicken of Fate macht erstmal ich möchte einen Wiederholungswurf. Okay, seid ihr gewöhnt. Das kommt mit einer 7. Möchtest du das Band? Plus 2. Ja. Nö, mach mal. Gut. Und dann macht er einfach mal das Höllentor oder macht er einen Smite. Einfach. Jetzt sage ich dasselbe fast. Der macht einen Smite auf deinen Safe, ne, Max. Ja. Macht er mit der 11. Oh. Für W6. Ja. Also weg. Explosion. Nee. Das ging jetzt schnell. Gar nicht gedacht, dass es so schnell geht. Dann gucke ich mir mal kurz mal an, ob ich da noch einen ausgeben kann. Dann müsste ich aber gucken, ob ich eine Reichweite. So. Du hast recht, Max. Ich musste nur gerade eine Frage beantworten. Ich gebe noch ein CP aus. Und zwar für die magische Gunst, dass mein Chicken noch das Höllentor zaubert, weil ich bin nämlich in 12 Zoll zu den Kalianern. Das ist sogar die 12, Max. Das ist das große Höllentor. Hast du nicht gesagt 12 plus? Ja, aber ist dann 12. Achso, 12 oder? 12 oder höher. Okay. Und ich habe eine 12 gewürfelt. Weil du plus 2 kriegst. Weil ich plus 2 krieg. W6 tödliche für deine Kalianer. Gaze of Fate Reroll. Nee. Pass auf, weil in 3 Zoll kriegst du jetzt auch noch. Also die kriegen noch W6 gleich, die kriegen noch W6. Da mache ich ja nicht, die sind mehr Rekruten. Egal. Die Rekruten kriegen auch ein Tödliches. Oh, das kann nur schlimm werden. Das ist schlechteste Höllentor ever. Nee, das kann nur schlecht schlimm werden. Aber ich habe ja noch deine Wohlgrenze. Ja, das ist das Problem. Da wird es jetzt. Die 4. Ja, ich hätte jetzt natürlich den Gaze of Fate Reroll benutzen können. Ne? Mach das. Ja, nee, aber im Vorfeld schon. Hau raus, René. Dann möchte meine Keeperin einen Smite machen. Kommt nicht, weil ist jetzt der zweite Smite. Ja. Und dann möchte die sich einen 6er Fino Pain anmachen. Das kommt. Den bann ich aber. Auf eine 6, okay. Den Spaß. Hast du gebannt. So, dann möchte ich auf die Bullgrins machen. Das Bartuch der Verzweiflung. Von Belakor. Von Belakor. Mit einer 7. Das macht? Ich würde dann Fight Last sagen. Also kämpfen bis alle anderen gekämpft. Mit was? Haben. Mit einer 7. Mein zweiter Zauberer band das. Kommt durch. Sehr schön. Und dann macht Belakor einfach noch einen Smite. Mit einer 8. Kommt. Ja, wie viel? Oh. Für W3. Nochmal 2 Kadianer. Gut.
Ja, hätte jetzt ein bisschen mehr sein können. Zwar Einsen beim W6 Wurf, tödliche Wunde ist immer so eine Sache, aber es ist schon Bulgarin tot. Ja. Und die kämpfen zuletzt. Ja. Das bringt mich hier auf dieser Flanke eigentlich in eine ganz gute Situation. Ich glaube, meine Fliegen können schießen. Die haben noch diese coolen Köpfe. Welche Fliegen? Die haben Totenköpfe und dürfen damit Verwundungswürfe wiederholen. Ich habe zwei Würfel. Auf dein Sentinel da hinten, Max. Ich habe meine Würfel angefasst und verseucht. Ja, ein Treffer. Darf ich aber auch wiederholen? Ja, eine Wunde mit nicht. Muss jetzt sein. Siehst du? Schon Lebenspunkt wieder, der Sentinel. So, dann würde ich sagen, greifen wir tatsächlich an. Weil die Situation ist ja jetzt hier folgende. Max hat zwar hier Bulgrins, die auch hier rüberkommen können, aber dann hat er natürlich auf der Flanke auch nicht viel. Ich kann jetzt angreifen mit beiden Modellen. Ja. Und die Bulgrins kämpfen nachher nach mir. Also du kannst mich angreifen, ich schlage aber zuerst zu. In meiner Runde. Genau, in deiner Runde. Geht bis zur nächsten Zauber. Weil das ist ziemlich mächtig, finde ich. Das ist richtig, das ist nicht schlecht. Also da muss, vielleicht kriegst du die Keeperin tot, aber Belakor steht dann da. Ich greife an, Max. Mit der Keeperin. Ja. So. Denn Vorrücken angreifen ist ein Ding. Aber Belakor nicht. Belakor, doch. Weil, hat er auch Vorrücken? Ja, er ist ja im Slanish Detachment und er steht ja neben Slanish. Deswegen darf er ja angreifen. Vorrücken angreifen. Eine 8, wäre ich rankommen, denke ich mal. Oder du musst runter runter. Ich muss runter hoch und runter, dann komme ich da. Das hättest du nicht. Dann komme ich da gar nicht. Nee, das, War der Wiederholungswurf, Max, vorhin. Ja, das also mit einer 12. Das wäre der Wiederholungswurf. Ja. den ich verkackt habe. Ja, weil du musst wenn über ich jetzt, 5 runter. Wenn ich jetzt irgendwie 3 Zoll mehr advanced wäre, würde ich hier unten stehen. Ja, das stimmt. Aber ist egal. Nee, das ist wirklich. Du musst die Alte alleine richten. Dann muss die Alte alleine richten und ich gucke mir mein Profil an. So, die Nahkampfphase beginnt, meine Keeperin fängt an, ich mache jetzt Clown und Schwert zusammen, macht keinen Sinn, du hast ja nur Modelle mit einem Lebenspunkt. Alle getroffen, verwunde ich auch die 2, das sind dann 6 Tote. Und jetzt noch einer. Mein Ritualmesser, wenn dieses Modell ein Ritualmesser hat, wähle eine feindliche Einheit von 1 Zoll und dieses Modell, nachdem es eine Neuordnungsbewegung ausgeführt hat, das, würde ich jetzt quasi machen. Ne? Mhm. Und wirf ein W6. Bei 2 mal höher bekomme ich. Warte mal, nee, ich habe die. Das du musst das erst gute, also ich habe diese, dieses. Das habe ich nicht. Ich habe die unheilvolle Hand. Ich lese gerade das Falsche vor. Okay. Klatschen einfach um. Ich kann auch W3. Ich W3 kriege zusätzlich. Attacken. Lebenspunkte. Er hat sich jetzt wieder geheilt. Frech, warum? Weil er kann. Das ist frech. So. Einfach so. Ja, und du darfst nicht zurückkommen. Ich habe da hinten übrigens noch mit meinem Hä, Fliegen das war ich. Ich dachte, du hast jetzt noch ein paar Attacken oder so. Nö. Das war es jetzt. Da lebt noch einer, René. Ja. Das ist ja traurig hier. Ja. Von der alten. Meine Fliegen haben da hinten noch angegriffen. Die hatte ich vergessen. Ich habe 2 Attacken von den Reitern. Einen Treffer. Nicht verwundet. Darf ich wiederholen? Alles wiederholen? Ja. Warum? Dann, ich dachte nur eins. Weil ich nördlich bin. Ja. Dann habe ich noch 2 Fliegen. Ja, aber viele Attacken. Ja, aber die treffen nichts. Das ist wohl so. Auf die 5. Auch wiederholbar. 2 mit nichts, aber 2 Schaden. Oh, das ist frech. 2 mit nichts. Ich vierer als mein Rüstung. Okay, also ist egal. Da hast du alles bestanden. Dann darfst du zurückkommen, Max. Einmal auf die nichts auf die Fliegen und die alte. Oh, jetzt kommt die. Kriegt das Bayonett? Kommt der Kadianer. Nee, das hat nicht gereicht. Dann würde ich sagen, Moralphase, Max, weil dein junger Mann da muss testen. Und der junge Mann hat mehr verloren, als er hat. Ach nee, ich konnte auf eine 1 stehen bleiben. Ja, genau. Da ist die 1! Ist er denn wahnsinnig? Und ich nehme ihn schon weg. Ist er wahnsinnig? Nimm ihn weg, er bleibt da. Ja, ist der wahnsinnig. Junge ist komplett durchgeknallt. Er bleibt da stehen, wahnsinniger Mut. Das haben sie damals von Fantasy geklaut. Ja, so ungefähr. Das heißt, weil der stehen bleibt, kriege ich auch noch keinen Punkt Prisoners.
Weil du nur 9 getötet. Nee, doch, du hast Bulgarin schon getötet. Ich hab schon anderen Trupp auch, also du hast mehr als 10 getötet auf jeden Fall. Also krieg ich 1 Punkt No Prisoners, ich krieg Engage für an alle Fronten. Ja. Dann für 3 Punkte, genauso wie du. Raise the Banners haben wir auch gemacht. Du gehst in deine zweite Runde. Du hältst 3 Marker, das gibt. Ich halte aber auch 3 Marker, das gibt 10 Punkte. Und Banner kriegst du auch 3. Ja. Gut, bis gleich. So, die zweite Runde der Chaos-Dämonen beginnt. Max für uns durch. Ich habe mit allem, was. Also, die haben sich nicht bewegt. Die sind ein bisschen nach vorne, damit sie gleich die Alte angreifen können, weil die Schlange zuletzt zu. Die nicht. Der eine Kollege, der Überlebende, ist so zur Seite gegangen. Die haben sich nicht bewegt, damit die gleich wiederholen können, die Trefferwürfe von 1, wobei ich gerade das Relikt von Lost Kalia gezündet hast. Vom verlorenen Kalia gezündet habe, also hätte ich mich auch bewegen können. Deswegen ist der Dude auch darüber gegangen, genau. Die Panzer, die da vorgekommen sind, auch in Reichweite. Exakt. Ne? Zumindest der Manticore, der Limras, passt nicht. Der muss es gleich anders richten. Die White Shields sind nach vorne. Die White Shields, nee, die haben sich nicht bewegt, damit die 1 beim Treffen wieder. Ah, okay. Die hatte ich erst überlegt vorzugehen, aber dann macht ja keinen Sinn. Das stimmt. Weil die werden auf die schießen und die dann angreifen im Nahkampf. Gut. Und hier ist was gelandet. Der René hat da hinten so frech. Na, hier ist alles abgescreened. Da komme ich nicht rein. Deswegen sind hier die Sions gelandet. Und zwar die 4 mit dem Melter und der Chef, damit er denen auch einen Befehl gibt. Gleich die Eliminationsprotokolle. So heißt es. Ne? Der Scion-Befehl. Der Scion-Befehl, genau, dass die alle Verrundungswürfe wiederholen. Ja, aber erstmal aus der Psy-Phase. Erstmal die Psy-Phase, du kannst bannen mit der alten einen Zauber. Die anderen beiden sind außer Reichweite, da habe ich drauf geachtet. Ich fange an mit minus 1 aufs Treffen auf die linken Bulgars. Ja. Dann bann ich das natürlich. Und auf die 6. Nicht gebannt. Gut. Und der andere Zauberer zaubert plus 1 auf den Schutzwurf für diese Bulgrins. Nee. Das geht nicht. Geht nicht, das geht nicht. Das ist halt so. Dann sprechen wir Befehle. Dank dem Relikt wiederholt er eh alle Treffer und Verwundungswürfe, deswegen kommt da nichts drauf. Der macht sich an, dass er Trefferwürfe von 1 wiederholt. Mhm. Achso, machen wir erstmal alle Befehle. Der sagt dir die Eliminationsprotokoll, das heißt alle Verwundungswürfe wiederholen. Der Kollege Lord General darf auch Befehle sprechen, spricht auf die Rekruten Wunden von 1 wiederholen. Weil Treffen von 1 wiederholen sie eh, weil sie sich nicht bewegt haben. Und dann gebe ich Kommandopunkte aus 2 für ihn, dass er zählt als stationär, damit er die Kanone doppelt schießen kann. Stoßtruppen. Das war Stoßturm von Kardia oder irgendwie so. Bei Fahrzeuge 2 CP, bei Infanterie 1 CP. Bin ich runter auf 5. Und ich gebe 2 CP aus. Das war das Feuer, das was ich gerade hatte schon. Mhm. Dass er, da bin ich auf 3, dass er alles als volle Anzahl an Schüssen rausnahm. Okay. Ja. Und ich muss doch ein CP ausgeben für einen Befehl von ihm, für einen zweiten. Da bin ich runter auf 2. Damit der Manticore seine Anzahl der Schüsse im Notfall wiederholen kann. Ja, ist jetzt so eine alles nicht ist richtig, so weil wenn du sitzt mir jetzt im Gesicht. Ja, ist so. Also nächste Runde wäre sonst sehr viel da. Das ist richtig. Dann würden wir einfach anfangen. Ja gut, die Rekruten würden wir, glaube ich, können wir ohne Kamera machen. Ja, auf jeden Fall. Wir machen jetzt die Panzer, ne? Und die ich würde sagen, ich mache die Mörser, die Melter. Die Melter. Fangen wir mal an. In den Ollen Bellacor. Ich treffe auf die 3 minus 1 wegen seiner Schattengestalt, also richtig. Auf die 4. Also ein Zwielichkeit. Grandios, einer. Ja, geil. Scheiße. Aber die darfst du mal beim Vorhund. Ja, der trifft auf. Minus 1 Vorhund. Vorhund auf die 3, also auf die 4. Hat sich richtig gelohnt, der Befehl. Wir sind schon. Warte. Oh. Ja, ich wiederhole den tatsächlich. Oh, René, du hast gerade über Wiederholungswürfe geschimpft, ne? Ah, diesmal hat es geklappt. Diesmal habe ich geschafft. Der dritte Wurf hat mal eine Verbesserung geschafft. Dann würde ich die Mörser in die Fiends machen. Ja. Wir können auch alles Gerödelskram. Genau, würde ich sagen, wir machen. Aber ich muss erst das Gerödelskram machen, um zu wissen, wo ich mit dem Panzer hinschieße. Dann machen wir das so, pass auf, die ganzen Mörser schießen jetzt, Leute. Ne? Ja. Dann schießen 60 Rekruten. Ja. Ne? Und dann kommen wir wieder. Genau. So, jetzt haben wir ganz viel Gewürfel durchgemacht. Und der Max darf sich auch nie beschweren, wenn ich nochmal das für Orks auch so habe. Das war unglaublich. So, Max, was ist passiert? Die beiden Mörser haben die Fiends vollkommen ausradiert. Perfekt auf der Linse. Unglaublich. 24 Schuss, einfach alle tot.
Dafür haben hier auf der linken Flanke oder die rechten Flanke die Rekruten komplett versagt und oder du hast sehr gut gerettet. Du hast 2 Lebenspunkte bei einer Fliege gemacht. Das war nicht so viel. Und auf der anderen Flanke haben die Kollegen 4 Lebenspunkte bei der alten weggeräumt. Das war nicht schlecht. Ja. Ne? Und jetzt geht's weiter. Ja, der Kollege, der legt auf Bellacor an, mit allem, was er hat. Muss er machen. Der muss weg einfach, der fiese Möb. Ich treffe auf die 4, wiederhole Einsen. Ja. Wir fangen wieder an. Du darfst nichts wiederholen gegen mich. Dann treffe ich auf die 4 mit der Laserkanone. Nein. Mit den 2 überhitzten Plasmakanonen. Musst du machen. 2 Treffer. Oh, guck mal, die so viele 3. Dieses minus 1, das gefällt der Imperialarmee nicht. Ich verwunde. Plus 1, minus 1. Wieso plus 1? Plus 1, weil du Chaos bist. Und wegen. Ach nee, das ist nur ein Plasmawaffe. Entschuldigung, ist nicht der Gatekeeper. Genau, deswegen hast du eine Wunde gemacht? Ja. Geht durch. 2 Schaden. 2 Schaden. So, jetzt kommt der komische Gatekeeper mit 12 Schuss. Wegen Strategy und so. Genau, wegen 4 CP. Ja. 12. Der Torwächter auf die 4. 4 Treffer. Das ist ja traurig. Und auf die 4. Auf die. Plus 1, jetzt 3. Plus 1 minus 1. Genau, jetzt okay. Plus 1 minus 1 auf die 3. Ah. 4 Stück. Einer, hab ich einer mal, geht nur durch, das ist sehr traurig. Habe ich den Rettungswurf schon im Beschuss gehabt, in der Schussphase? Wiederholt, meinst du? Hab ich irgendwo schon Rettungswurf wiederholt? Ich hab einen wiederholt irgendwann, was ja nicht mehr wandert war. Ich überlege gerade, für wen du das wiederholt hast. Aber für Bellacor, genau, gegen den Rettungswurf. Die Melter. Die Melter-Dudes. Dann geht tatsächlich einer durch mit 3 Schaden. Ne? Das war auch sehr traurig für so einen großen Panzer. Ja gut, du hast jetzt... Ne, der kann sich nicht wieder heilen. Ne? Wie viel Leben hat der? Er hat noch 11. Noch 11? Ja, der hat auch 16 Leben. Ja, aber okay, jetzt haben wir hier noch den genau, Kollegen, du hast ja auch noch den jungen Herrn. Der schießt, der sieht den Bellacor nicht. Also das heißt, sein schwerer Bolter geht auf die Alte. Oh, und eigentlich müssen die weg, ne? Ich schieße schweren Herzens da drauf. Mit den Raketen. Und mit den... In die Damen. Ich darf ja eh nicht wiederholen gegen den, die Trefferwürfe. Ja. Deswegen auf die 4 alles wiederholen, treffen und auf die 3 alles wiederholen beim Verwunden und auf die alte... Richtig. Schwere Bolter. Gut. Schwere Bolter. Wiederholen alles. Alles wiederholen wegen dem Relikt. Alles getroffen, auf die 5 alles wiederholen. Also ja, Max, ja klar. Da ist sie tot. Oh, da ist sie wirklich tot. 4 Schaden. 4 Schaden, explodiert, weiß ich nicht. Ich würfle einfach mal. Nö. Ist die Keeperin schon weg. Durch, einfach mal Bolterbeschuss. Schwere Bolter. Und jetzt die... Das war das Relikt, ne? Halten wir mal fest. Absolut. Manticore auf die Fliegen. Manticore auf die Fliegen. 9 Schuss. Den Befehl braucht man nicht. Da habe ich immer ein CP umsonst ausgegeben. Aber lieber so als... Als dann mit 2 Schuss dastehen. Exakt. So, 9 Schuss auf die 4, alles wiederholen. Ach, willst du deinen Retter wieder anschrauben? Oder? Nein, kann ich auch nicht mehr. Achso. Habe ich diesmal extra nicht getan. Gut. Und? Du hast Stärke 10, ne? Auf die 2, alles. Okay. Sind? 8, glaube ich. 2, 4, 6, 8, ja. Versuchen? Ja, gar nichts. Ich glaube, ich erspare... Oder so. Ja, das sind 2 Stück, die machen jeweils... Ich erspare euch das Gewürfel, dann sind die weg. Ja. So, wir haben die Fliegen entfernt. Die Schussphase ist beendet und jetzt wird angegriffen, ne? Die Nörglins. Die Nörglins gehen wir auf den Platz, die greifen wir an mit 10. Die Rekruten wollen sich beweisen. Gut, der Kommissar im Rücken. Richtig. Sonst noch irgendwo Angriffe? Nee, ne? Dann würde ich sagen, bewegen wir kurz die Modelle und dann sehen wir uns wieder. Ja. So, jetzt kommen die White Shields auf die Nörglins. 25 Stück treffen die im Nahkampf auch auf die 5 im Fernkampf? Stimmt, ne? Hätte ich ja auch gesagt. Stimmt. 5 hinterher. Aber verwunden tust du mich tatsächlich auf die 3, ne? Ja. Wenn ich ein Katachaner wäre, so wie es sich eigentlich gehört, dann sogar auf die 2. War da gut.
Fünf, ja. Fünfmal. Gucken wir jetzt mal, was wir machen davon. Aber der René, der würfelt ganz... Ah gut, der weiß nicht so genau. Aber Pain, die Phenopane sind sehr gut. Alle! Ja, dann... Jawohl, jetzt hau ich dich zurück hier in deine... In deine White Shield, in dein White Shield Gesicht. Gibt's jetzt hier. Auf die 4. Ja, du triffst auf die 4 besser als ich, das kann doch nicht wahr sein. Aber ich verwunde dich auf die 5. Das ist richtig. Das sind 3 Wunden, Max. 3 Wunden? Ja. Ja, 2. Hast du 2 hin. 2 dort. Hingerafft. Gut. Das war deine Runde. Keine Moral auf meiner Seite, keine Moral auf deiner Seite, oder? Nee, ich habe Moralwert 9 vom Chef. Von deinem Lord-Kommissar. Du machst Assassination. Juhu! Du machst Engage on all fronts. Auf nur 2 Fronts. 2, ja. Dann kriegst du 2 Punkte, Race the Balance hatten wir schon. Ich halte auch 3 Marker. Das gibt mir auch 10 Punkte. Ich krieg 3 Banner-Punkte. Und dann gucken wir mal, was meine zweite Runde so macht. So, die zweite Runde der Dämonen beginnt. Ich habe mich hier nicht bewegt. Die Nurgles sind ein bisschen nach vorne gegangen. Der hat sich bewegt, der Lord of Change, der Belacor ist auch nach vorne gegangen, volle 8 Zoll. Die haben sich ein bisschen weiter ausgerichtet hier und sich eigentlich nicht grob, nicht nur ein bisschen nach da bewegt. Ne? Aber auch wieder hinten schön alles abgescreent. Die sind nach vorne gekommen, wollen gleich den Sentinel angreifen. Da musste ich im Nahkampf bleiben, ja. Weil ich wollte jeweils nicht ausbrechen. Und hier sind meine 20 Zerfleischer gekommen. Denn ich muss mich ja jetzt um die 2 Bulgren-Einheiten kümmern. Ich kann mich auch um die 2 Bulgren-Einheiten kümmern. Aber das muss jetzt auch passieren. Max hatte, glaube ich, eine ganz gute Runde. Ne? Keine Fliegen mehr, kein Keeper mehr, keine Fiends mehr. Ich muss jetzt mal... Die hätten auch weg sein. Ich muss jetzt ein bisschen schaden. Ja. Und zwar fängt Belacor an zu zaubern und er macht einen Smite und der geht in einen blöden. Der mit der Kriegsneurose, Psychose. Mit einer 8. Ja, der ist tot, der Kollege. Der hat die Psychose, das gut. Ist vorbei. Und dann möchte ich das Bartuch der Verzweiflung machen, Max. Das Bartuch der Verzweiflung? Die Bahre, die Leichenbahre. Und zwar mache ich das da hinten auf deine. Das werde ich dir Bahre auf deine, dicken. Typen. Mit einer 7. Ja, war nicht die. Mit einer 8. Ah! Okay. Die Ankündigung. Dann nehme ich meinen Lord of Change und der macht einen Smite. auch leider in die. Mit einer 9. Ihr habt das nicht gesehen, der René hat sich so bemüht, den Kollegen so hinzustellen, dass der bloß nicht die Rekruten sieht, sondern nur die Bulgren sind auf jeden Fall auf die smiten muss und dann haben wir festgestellt. Aber guck mal, er stand ja vorher da, ne? Ja. Aber dann würde der jetzt auf die. Wir sind immer die Nächsten. So oder so. Ja, und wer ist die Nächsten? Ist die hier? Oder die. Jetzt hast du ja wieder verrückt. Nein, wir machen das jetzt auch. Das wären die Rekruten, wie wir gerade festgestellt haben. Also ich habe mit einer 9 auf die. Also von mir aus kannst du lieber die Rekruten wegmachen, nein, als die Mentor. Ich hab da oben die W3. Mit einer 9, ja, die bann ich dir. Auf die 9? Auf die 9. Ich hab da hier noch einen Zauberer stehen. Dann mach mal. Easy. Schon wieder die 8. Nicht gebannt, W3. 3 Stück für deine Hoshis da oben. Da lebt noch einer. Ja. Ist das nächste Mal? Der ganze Plan ist vollkommen im Arsch. Jetzt mach ich ein Höllentor auf die. Der arme Kerl. Das ist der nächste, der mit der Kriegsneurose hier stehen bleibt. Höllentor kommt nicht. Lässt er sogar noch am Leben. Das ist ja frech. Ja. Das war jetzt. Oh, das war jetzt so richtig schlecht. Also, Bartuch ist auch nicht durchgekommen, ne? Ne, da habe ich gewonnen. Oh, das passt, das ist jetzt wird es richtig böse, glaube ich. Psyphase beendet, weil da hinten mache ich nichts. Den will ich da aber auch nicht wegbewegen, weil Max hat noch Deep Strike. Du musst ja den auch töten. Genau, richtig. Und ich glaube, wir kommen zur Charge-Phase, ne? Ich zünde das Banner des Blutes auf meine Zerfleischer. Ich möchte deine Burkans angreifen. Doppel 2 und 1. Mit einer 8? Ich brauche ja nur eine 8, weil ich ein Instrument dabei habe. Komm ich ran! Belacor, die alte Husche, greift die Jungs vor sich an, weil die ziehen. In Rot. Die in Rot. Hast du die Rekruten oder die anderen Burkans in Grün angegriffen? Die in Grün, die Burkans. Okay, also du hast beide Burkans greifst du an. Ja, nee, mit den Zerfleischern nur einmal.
Der Bela-Core greift die anderen an. Das meine ich, aber jeweils ein Trupp. Mit einer 8 kommt er ran. Nehme ich das Chicken noch dazu. Du könntest schon, obwohl du kannst hier hingehen, dann hättest du hier Platz genug, dann wäre... Eine 8 auch oder so? Ja, eine 8 sollte reichen. Chicken kommt dazu. Du musst ein bisschen um die Kurve. Mit einer 10, ja, das passt auf jeden Fall. Jetzt wird bewegt, bis... Und da hinten die Dämonetten in den Sentinel. Nicht vergessen. Ja. Mit einer 8. Gut, jetzt wird es erstmal bewegt. Jetzt wird's. So, die Nahkampfphase beginnt und ich wähle nach langen Abwägen die Zerfleischer. Denn Max hat ja den Zauberspruch durchbekommen, dass die Burgund minus 1 zu treffen sind. Weil ich 20 Modelle bin und ab 20 Modelle ich plus 1 auf den Trefferwurf bekomme, darf ich ja keinen verlieren, wegen dieses, um diesen Bonus zu behalten. Also plus 1, minus 1, 41 Attacken, Stärke 5 im Angriff kommen jetzt als nächstes. Auf die Dry, Einsen wiederholen gegen Bela-Core, was unglaublich gut. Boah, guck mal, Max. Oh, nur 2. Die habe ich dir zum Glück genommen. Das war ja, genau. Ich in diesem Fall. Ganz viel 2. So, das waren jetzt die ersten 20 Treffer. Ich verwunde sofort durch auf die 4. Das sind 3. Zähl mal bitte mit separat. 3 normale Wunden und einen mit 2 Schaden. Ja. Dann kommt, das war jetzt auch schon. Das war auch schon nicht so berühmt, ehrlich gesagt. Auf die 3. Ja, der war ein bisschen besser. Eins wiederholen. Guck, so nett bin ich zu dir. Wie deine Mutter. Ist auch dein Glück. So. Jetzt auf die schäbige 4. Dankeschön. Da sind ein paar Sechsen bei, habe ich gesehen. Das sind ein Stück. 4 normale Wunden nochmal und 2 Sechsen. Der war auch wieder so richtig Unterschnitt. So, das ist schön. Noch ein Attack, einer Attack hinterher. Trifft. Keine Wunde. Die 3 Sechsen machen. 2 Schaden. Minus. Würfel erstmal die mit der 1 Schaden. Alles minus 3. Alles minus 3. Nö. Ich würfel lieber die mit den mehr Schaden. Nee, die darf ich ja aussuchen. Ich darf das aussuchen. Nee, ich. Ich? Nee. Ich meine ziemlich sicher, dass ich mir das aussuchen darf. Weil ich ja der, ich darf mir auch aussuchen, welchen Rüstungswurf ich nehme. Das darfst du aussuchen, aber ich glaube, ich darf aussuchen, welche du als erstes machst. Das weiß ich nicht. Ist auch egal. Letztendlich, wie viel, was hattest du gesagt, wie viel? Minus 3. Also ich werde vielleicht 2 Bullwinds töten, wenn überhaupt. Minus 3 habe ich einen 5er Rüster. Leider hast du mir den Zauber gebannt mit dem Plus 1. Und die sind leider kein Kader, deswegen kriegen die auch nichts drauf. Rettungswurf oder Rüstungswurf? Ich nehme auch ein Rüstungswurfschild. Ich würfel in 3er-Paketen auf ein 4er Retter. Rettungswurfschild, so. 4er Retter. 2. Ja. Einer tot. Einer hin. Nehmen wir auch noch aufs Schild. Du hast gerettet und dann hast du noch die 3 mit. Würfel ich 2, ne? Aufs Schild muss ich ja wieder nehmen. Tot. Ist tot. Und dann auf ein kein Rettungswurfschild. Auch durch. Durch. 2 tot und einer hat ein Leben. Genau. Gut. Möchtest du unterbrechen? Ja, wir haben nämlich das schon alles ein bisschen vorgerechnet. Ja. Macht's viel Sinn? Tja. Jetzt ist halt die Sache, denn... Bevor sie gar nichts machen, könnte ich natürlich die 2 CP ausgeben, aber andererseits... Dann hast du auch nichts mehr. Habe ich auch nichts mehr. Und ich glaube, ich brauche die noch für den Beschuss, weil da kann ich tendenziell etwas rausholen als... Gut, Bela-Core, hatten wir gesagt, hat noch 5 Attacken, ne? Ja. Ne, erstmal haut das Chicken. Erstmal haut mit das Chicken. So, das Chicken fängt an. 5 Attacken auf die 2. Also darf der, gibt der den, gibt der Bela-Core den auch Einsen wiederholen? Der dunkle Meister, Dämoneneinheiten. Ja. Bela-Core gibt dem auch Einsen wiederholen.
alles getroffen. Dann habe ich eine Stärke, ich habe diesen den Stab dabei, Stärke Träger, Stärke 6. Also dreimal mit minus 2 für 3. Dreimal erstmal auf das Schild für 2 Schaden? Für 3 Schaden. Für 3 Schaden. Du musst ja mit dem angefangen. Ja, das für das mein, also das Schild ohne Rettungswurf. Genau. Das ist der gerade schon auf die Schmetterschlacht das erste Leben verloren hat. Tot? Ist tot. 3 Schaden? 3 Schaden flat. Das ist natürlich viel. Minus 2? Ja. Dann ist es ja egal, dann mache ich die auf ein. Mache ich die auf ein normales Schild, also nicht die Rettungswurfschild. Ja. Oder ignorierst du mit dem Bellacor Rettungswurf? Rettungswurf, ja. Und wie viel Durchschlag hat der Bellacor? 4. Dann mache ich die auf die Rettungswurfschilder. Gut, da sind davon auch noch 2 Tore. Das war jetzt heftig. Ja. Dann kommt Bellacor. Ich doch vielleicht die 2 CP ausgeben sollen. Die alte Fletsche. Ja, das war jetzt nicht gut, das hast du mal nicht gut gewürfelt. 5 Attacken. Dafür werde ich jetzt danach einfach anlosen. Auf die 2, Max. Ja. Für die dunklen Götter. Oh. Stärke 11 auf die 2. Ich gebe eine aus. Warum das? Warum nicht? Ein Bulgrim weiter tot. Nee. Boah. Warum redest du mir die ganze Zeit? Max, das war der 4. Wiederholungswurf und der 3. Mal nichts gebracht. Und der macht jetzt minus 4 für W3 plus 3 Schaden. Rettungswürfe ignorierst du? Ja. Das heißt, ich kann eh nur die normalen Schilder nehmen. Die haben 2 Rüster. Minus 4 ist ein 6er. 6er. Und du machst jedes Mal einen tot. Ja. Also 6. Nee. In Summe. Ja. 3 Stück tot. So, mehr habe ich jetzt aber auch nicht mehr. Ach nee, warte. Vielleicht brauchst du auch die 2 CP gleich, um irgendwas automatisch das ist moral immun machen zu lassen. Das ist richtig. Wobei die Frage ist, warum sollte ich... Ach nee, ich habe auf die Rettungs... Nee, auf nicht die Rettungsschutzstelle gemacht. 3 Stück hast du getötet, ne? Genau. Dann beide nur so weiter rum. Glock. Dann dürfen deine Burgrins zurückhauen, Max. Gut, dann fangen wir an und klatschen. Hauen wir erst auf Bellacor, ne? Warum nicht? Und Bellacor und sein Spießkollegen, aber wir hauen einfach auf Bellacor. Gut. Wir haben, der Chef hat 4, ne? Plus eine für den Priester. Ich glaube, der Chef hat eine Attacke mehr. Hat er. Und der andere hat 3 plus eine für den Priester. Die Bauchschütze hat eine Attacke mehr. Da gehe ich auch von aus. Alles auch? Auf Bellacor. Gut. Minus 1 aufs Treffen, also auf die 4. Auf die 4. Auf die 4, Stärke 7. Oh, oh, der war traurig. Der war wirklich traurig. Keiner. Keiner. Dann haut der Rest vom Schützenfest. Horst, seine Bande. 1, 2, 3, 4, Horst? 5, 6, 7. Ja, ich dachte mir Horst. Ich habe auch keinen guten Beinamen, habe ich noch nicht. Aber... Irgendwann wird mir, der wird sich schon ein, vielleicht Horst Dämonen schlechter oder so, je nachdem wie er jetzt performt. 7 Jungs, die sind, wenn die rumfallen, 6 Zoll zum Priester, das heißt die Einheit, das heißt die haben auch alle 4 Attacken. 7 ja 4, 28, 29 Attacken. Plus eine für den Chef. Ja, 30. 29. Achso, hast du schon. 7 4, 28 plus 9. Ah, ja, genau. Das Mathe-Genie. Total. Auf die 3. Oh, ja. Das wird reichen. 2, 4, 6, 8. Na, guck mal, sind genau die 9, die ich noch nachwürfeln muss. So. Und dann verwunden wir Stärke 7 auf die 2. Raus hier. So viele Eckläger. Nochmal 1. Ah, noch einer, ja, so viele Einsen. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Boah, wahrscheinlich gleich die halbe Einheit tot. 12 mal minus 1, 2 Schaden. Ist mir alles vollkommen egal. Auf die 5. Boah, der war aber okay. So eine 5 ist ja. Ja, also 12 hast du gemacht, 5 habe ich gesaved. Heißt, es sterben 7. Und das pockeln wir mal eben raus. So, wir haben da hinten noch 2 Nahkämpfe abgehandelt. Ich habe den Sentinel wie viele Lebenspunkte genommen? Mit 4 Leben? Und der hat 5 Leben, er darf noch einmal zurück attackieren. Ja, okay. Trifft nicht.
Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Er hat noch ein Leben, der Sentinel. Und die Nurglins und die White Shields, die haben sich eigentlich nichts gemacht. Ich habe ein Leben verloren. Ja, der richtig der macht die Fino Pains, die macht der René hier heute. Ja, oh Gott. Wenigstens Fino Pains. Ja. Meine Zerfleischer müssen noch einen Moraltest machen, Max. das waren 13 noch, jetzt sind es noch 12. Nach den alten Regeln wäre die Einheit jetzt wahrscheinlich schon weg, nach den alten Moralregeln aus der 18. Jetzt sind es noch 12. Es gehen noch 3. Gut. Also insgesamt 4 Stück. Ja. Ich habe 3 Bannerpunkte gemacht, ich kriege Engage. Ich hatte meine Moral auch schon alle gewürfelt. Genau, hast du gemacht. Du hast überall Einsen gewürfelt. Burgers haben alles Einsen gewürfelt. Ne? Ja, und noch Prisoners, Max, können wir da jetzt auf 2 Punkte gehen, mindestens, ne? Ja, klar. Beziehungsweise habe ich jetzt noch einen ganzen Punkt gemacht oder sogar noch mehr? Du hast 3 hast du auf jeden Fall. 3 habe ich auf jeden Fall. Weil die Bullen so viel weg sind, ja. Gut. Dann gehen wir jetzt in deine zweite Runde. In deine dritte Runde und du kriegst wieder 10 Punkte primär, ne? Mhm. Und hast auch noch alle Banner stehen. Mhm. Dritte Runde, Cardia. Max, jetzt kommt's drauf an. Obwohl du bist schon feige, hast du dich schon zurückgezogen hier, ne? Das Wort mit F habe ich nicht gehört. Wir haben einen taktischen Rückzug begonnen. Achso. Deine Bullgrins sind zurückgefallen. Die sind zurückgefallen und die sind auch zurückgefallen. Heldenhaft haben sie Moral. Die wissen, was ihre Aufgabe ist. Die Dämonen aufhalten und sich dann zurückziehen, damit der Rest schießen kann. Und die Reste dann in der Runde danach aufwischen. Das da hinten haben wir übrigens auch die Rekruten gemacht. Ja. Weil sie einfach im Beschuss mehr Schuss haben als im Nahkampf. Ne? Genau, richtig. Also von der schieren Attackenzahl her, sag ich mal. Weil die dann doppelt schießen dürfen. Weil sie den Befehl von ihrem Lord-Kommissar bekommen, zurück zum Schießen. Sonst hat sich eigentlich fast nichts bewegt hier, ne? Ja. In der Hauptkampflinie. Du bist hier runtergerannt mit dem jungen Mann. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich Kalia bin und mich nicht bewege. Mit dem Tempestor Prime, ne? Genau, der ist vorgestürmt und der wird sich auch den Befehl geben, nochmal zu laufen. Hier bist du nämlich gelandet mit den Sions. Sions, kannst beide Einheiten beschießen. Ja. Und hier hinten ist nochmal eine Einheit Sions gelandet. Ja, die wird nichts machen diese Runde, aber immerhin 3 Punkte Engage und Offfront Score. Richtig. Ne? Und das ist ja auch wichtig. Gut. Ich würde sagen, Ziehphase. Ja, wir versuchen unser Glück. Und zwar auf die großen Bullen. Die stehen da hinten so. Genau, die beiden stehen da hinten. Und versperren zusammen mit dem Manticore den Weg zum Panzerkommandanten. Auf den großen Trupp -1 aufs Treffen für dich. Kommt. Auf die 7. Ja, kannst du bannen, kann ich ja bannen, ne? Mit Belakor. Ist mit einer 8 gebannt. Und +1 auf den Schutzwurf für den großen Bulgren Trupp. Kommt auch in der 7. Chicken. Mit einer 12 gebannt. Ja, kriegst du 8 tödliche Wunden, weil du doppelt 6 beim Bann. Genau. Entferne das Modell sofort. So, dann heißt, wir haben gezaubert. Dann würden wir anfangen zu schießen. Da schießen wir mit den Rekruten, also oder Befehle. Befehle. Der Kollege gibt den Befehl. Der Lordkommissar. Der Lordkommissar befehlt den Rekruten zurückziehen und trotzdem schießen. Der Kollege hier unten gibt sich den Befehl doppelt laufen, das sind 12 Zoll. Da soll er denen auch noch einen Befehl geben können? Nee, kann der nicht. Der kann nur einen Befehl geben. Ach so, okay, einfach nur okay. Für den Fall der Fälle, dass der auch gleich an aller Fronten ist. Ah ja. Dann gibt, wo ist er hier? Er gibt den Befehl. Der Lieutenant gibt den Befehl, Einsen beim Verwunden wiederholen auf diese Einheit, gleichzeitig auf die und die, weil die in 6. Ah, nee. Ah, ist mächtig. Nee, er gibt das nur auf die anderen, so rum. Auf die Einheit, die haben in 6 Zoll die und die sind in 6 Zoll die, also geht es auf alle 3 Einheiten, weil sie sich nicht bewegt haben, Einsen beim Treffen und durch den Befehl Einsen beim Verwunden wiederholen. Und der Kollege befiehlt sich, die Einsen beim Treffen zu wiederholen, weil er sich bewegt hat und für einen zusätzlichen CP dem wieder die Anzahl der Schüsse zu wiederholen für den Fall der Fälle. Gut. Wir zeigen nicht alles, genau. Und für die letzten 2 CP von mir kriegt der wieder die volle Schusszahl. Die Stoßtruppen oder so. Ist egal. Blut von das. Ich sage dir sofort, ich muss auch nicht lange suchen. Ich unterhalte die Leute so lange mit meiner sexy Stimme. Es ist
Das ist aus dem guten, wo die auch die Panzerasse drin sind. Hier ist dieses Buch. Psionisches Erwachen. Danke. Und zwar heißt das der Feuerhagel. Der Feuerhagel. Der Hagel. Dann bin ich bei 0. 0 CP. Und. Und, ich finde das lustig, dass der 0 hat. Okay. Ja. Wo und, fängst du an? Wir machen das ganze ja, harte Zeug, glaube ich. Genau, ich würde mit dem Gerödelskrams. Ich habe gerade den fiesen Plan gehabt, mit dem Mörsern kann ich auch beim René auf den Marker schießen. Da stehen so Dämonetten. Du kannst gerne auf den Marker schießen, wenn du die Dämonetten verfehlst. Und ich habe hier den kleinen Möpsi. Also ich werde mit denen wahrscheinlich auf die oder auf die Dämonetten schießen. Mit den Mörsern auf die Dämonetten oder auch auf die. Mit den Rekruten hier in die Menge rein. Und dann müssen die Panzer mindestens Belakor töten. Ja, gut. Aber das gucken wir uns natürlich an. Ja. Max, fängst du an mit? Ja, komm. Wir fangen jetzt mal an mit dem Panzerkommandant auf Belakor. Alles. Eigentlich. Alles. Überhitzt alles. Und allen Spaß auf einmal. Genau. Ach, da wiederhole ich wieder nichts. Und tralala. Richtig. Und ich treffe wieder nur auf die 4, ne? Ja. Das war gerade schon so mühselig. Aber der Gatekeeper macht das schon. Der trifft mit der Laserkanone. Macht er. Und der verwundet mit der Laserkanone? Nicht. Eins hätte ich wiederholen können, ne? Nee. Doch, wegen seinem Panzerastfähigkeit. Aber nicht gegen mich? Oder? Nur die Trefferwürfe darf ich nicht wiederholen, glaube ich. Ja, richtig. Plasma-Kanonen. Treffen. Macht der auch Vollschuss? Überhitzt? Ja, alles. Alles, was er hat, volles Schuss, wenn ich das richtig sehe. Trifft auf die 4. Verwunde auf die 3? Nee. Auch minus 1? Ja, klar. Dann eine Plasma-Kanone. Geht durch, zwei Schaden. Dann hat bin ich. 7 Schaden. Bin ich bei 7? Oh, der hat auch so viel Leben, der Arsch. Alle noch 9. Dann kommt der olle Torwächter. Auf das die 4. Kostet zwar viel CP. Ist aber Schnitt. Ja, gut, das ist richtig. Und verwundet auf die 3, minus 1 plus 1. Genau. Auf die 3, ja. Weil der ja gegen Chaos gut ist. Oh! Oh. 2. Hey. Nee. Wenn du beide versaust, ist okay. Na, beide safe, Max. Ist das Wendepunkt? Das ist der Wendepunkt. Der Wendepunkt des Spiels. Jetzt kommt der Manticore, weil ich wollte ihn eigentlich zum Schluss aufmachen, aber ich muss jetzt darauf schießen. Die schweren Bolter in die Zerfleischer und der Rest in den Belakor rein. Gut. Wir fangen einfach mit den Zerfleischern an. Ein Treffer. Eine Wunde. Ein toter Zerfleischer. Ein Zerfleischer. Und Belakor an seine Schuss. Da kommt der Wiederholungswurf. Da kommt der Wiederholungswurf, das ist vollkommen richtig. 8. 8 ist in Ordnung. Ist auch die vorletzte Rakete schon. Und triffst nur 5, ne? Oh, das ist wirklich traurig. Ja, hilft ja nichts. Der muss weg. Ja, sicher. Ja, guck mal, 4. Guck mal. Das ist auch sehr, sehr gut. Das ist Schnitt für einen Vierer. Genau. Und auf die 4. Ja. Oh, nicht mal auf die 3. Ich habe Stärke 10, hilft nichts. Ne? Jawohl, 3 Schaden. Ich habe noch 1 CP. Ich kann damit nicht viel machen. Ich gebe den aus, Max, und ich möchte den einfach wiederholen. Nee. Ich lerne es ja nicht. Doch, ich lerne es. Geil. Ja, dann hat Belakor einfach mal nur 2 Schaden. Ah, zwei volle Panzer. Von der Plasmakanone. Ja, dann vielleicht muss ich doch so rödeln. Ach, ich habe hier oben noch so einen Melter-Dude. Der ja, den machst du auch noch. Den schieße ich auch noch auf Belakor. Und dann kommt Rödelskram. Der trifft. Ach, komm jetzt hier. Auf die 4. Ja, sicher. Der. Ja, der ich mal. Der macht auch 6 Schaden. Soll. Ah! Damit, 3 Sechsen hintereinander. Gut, und jetzt kommt wirklich ganz viel Rödelskram und ja. Das machen wir im Off-Camp. So, Zusammenfassung der Schussphase war jetzt nicht so schlecht. Die Mörser haben 8 Dämonetten getötet. Ne? Ja. Hier hast du nichts gemacht. Nee. Dann hast du hier, hat der Sentinel 2, nee. Ne, 3 Dämonetten geflamed. Ja. Auf jeden Fall 3 Stück, weiß ich noch. Hast du schon mit denen geschossen? Wohin? Achso, ich bin ja im Nahkampf, genau. Exakt. Und hier ist jetzt endlich mal eine Nörgeln-Base gegangen und eine hat noch 3 Leben verloren. Also ja. Die hat noch 1. Ne? Da sind noch 2 Zerfleischer gestorben. 3, ja. 2 oder 3? Summe 3, irgendwie war es. 3, ne? 3, ja. 3. Gut, und das war jetzt. Nahkampf hast du nicht. Nee.
Man macht keinen Sinn, anzugreifen. Ich könnte mit den Rekruten einfach deine Monster angreifen, damit du... Ja, Belaco hat übrigens auch noch eine Sweep-Attacke. Aber ich könnte höchstens dann das Hähnchen, aber du intervenierst heroisch dann. Genau. Muss auch nicht sein. Aber du kannst jetzt in die Bulgrins auch heroisch intervenieren, wenn du lustig bist. Tja. Wir können zumindest das Hühnchen angreifen, dann fliegt das nicht ganz so wild durch die Gegend gleich. Ja, und darf nur auch deine nicht zaubern. Und darf nur auch deine Rekruten zaubern. Genau, und wenn es zurückgezogen hat, nicht in, dann würde ich das wohl tun. Billacor muss jetzt nicht sein. Gut. Ja. Dann Angriff. Vorwärts für den Imperator. Ja. Und das 7. Reicht vollkommen. 7. Und dann. Und an, dann ich meine 3, 4 Attacken oder was? Dann Ende der Angriffsphase würde ich dann wirklich da reingehen. Du hast ja keinen Zauber. Hast du Zauber durchgebracht? Ich überlege gerade. Ich glaube, du hast beide gebannt, ne? Habe ich beide gebannt, ne? Das war recht frech von dir. Gut, dann bewege dich kurz und sehen wir uns gleich wieder. Die Rekruten sind reingepeilt, 7 Attacken auf das Chicken des Todes. Ja, es ist absolut irrelevant. Keine Wunder. Es ist einfach nur, damit der René gleich. Dann hauen meine geärgert auf Billacor zu. 5 Attacken auf den Burgens. Alles? Oh, das ist nicht schön. Auf die 2. Natürlich 2, 1. 3-mal mit minus 4 für ganz viel Schaden. Auf die 6. Hat er 3 tot. Wieder 3 umgeklatscht. Aber jetzt kann ich zurückklatschen. Genau. Und für die weg, gut. Dann darfst du noch ein bisschen peilen. Bei der Zerfleischer. Eigentlich egal. Der Preis, Billacor zu töten, ist es mir wert. Hier rein, alle. So, oder 4 zuschlagen können. 4 Stück. Priester in 6 Zoll. 4x4, 16, 17 Attacken. So ist das. Minus 1 kriege ich immer noch. Ja. Finde ich nicht cool. Auf die 4, auf die 4. Auf die 4, auf die 4. Leider nichts wiederholen. Ja, also. Ja. Und auf die. Der war traurig. Ein bisschen traurig. 3 Stück reicht. Ach, nicht mehr, wenn ich wieder 2 Schaden. Erfüllt. Gut. Dann dreh den Billacor mal weiter, dann hat er 10 Schaden gekriegt, hat er noch 6 Lebenspunkte, ist er jetzt im untersten Bracket, aber vielleicht, wenn er mir gleich die Bulgrins abräumt, ist alles gut. Wir kommen zur Moralphase, ja. Max, sehr wichtig. Meine 2 Tütis. Weglaufen. Ja. Eine flieht. Ah, oh, Nonus, der hätte eine 1, ist auch gut. Und eine bleibt. Eine bleibt. Dann meine Limonetten da hinten, sie haben 3 verloren. Ja, können fliehen. Nee, passt. Die Zerfleischer. Schon hoch. 3 plus 3 sind 6. Sie haben 7. Passt. Und nee, du hast mehr verloren. Du hattest gerade noch 10. Am Anfang. Durch was habe ich welche verloren? Vielleicht letzte. Ich hab ja schon 12 durch die Burgrins verloren. Stimmt. Und dann noch Moral hattest du 3. Ja, genau. Das war Moral. Ja. Ja. Also dann haben die bestanden und deine Bulgrins müssen noch testen. Und Zerwürgungstest ist, glaube ich, gegen Billacor auch schlechter, oder? Ist egal, René, weil die werden einfach die Moral bestehen. Ja. 3 plus 3 sind 6, passt. Ja, du musst sogar noch einen abziehen. Gut. Du machst aber ein paar Pünktchen. Du machst Engage für alle Fronten. Ja. Du machst Resbenders, Assassination machst du nicht. Nee, weil der scheiße Benner vor mich sterben will. Ich gehe meine Runde, ich halte immer noch 3 Marker. Genauso wie du. Ich kriege nur 3 Bannerpunkte und schauen wir mal. Dritte Runde der Dämonen. Die Nörglins sind zurückgerannt an den Marker. Der Chef hat sich auch zu denen aufgemacht. Die Zerfleischer haben sich nicht bewegt, die stehen gut. Hier bin ich im Nahkampf geblieben. Die Zerfleischer sind rübergekommen. Wollen sich gleich mit Rekruten unterhalten, Schädel für den Schädelthron holen. Meine 2 großen Monster sind im Nahkampf geblieben und wir kommen in die Zielphase, Max. Und zwar, Billacor, erstmal das Chicken. The Chicken of Destiny, so heißt es ja, möchte zaubern ein Smite in die Rekruten. Okay. Gaze of Fate. Was auch immer. Ne, das ist jetzt der Reroll. Kommt mit einer 9.
Ja, gerne. Ja. Dann möchte ich den Smite machen. Kommen wir nach 5. Wie viele Schlüsse sind? Ja. Also möchtest du wiederholen? Nee, möchte ich nicht. 3. 3 Rekruten. Dann gebe ich einen aus wieder für die magische Gunst und ich möchte noch einen Board of Change machen. Auch nochmal W3 tödliche. Das kommt mit, na, das ist eine 5, eine 7, dann kommt das. Ja, mach nochmal W3 tödliche. Boah, schon wieder René hier. Gut. Dann möchte Belacor das Bartuch der Verzweiflung auf die Ogrins vor sich machen. Das werde ich bannen. Es kommt mit einer 11. Bann ich dir mit einer Doppel-6. Du lachst. Ja, ich lache noch. Ich habe die Gewissheit. Ah. Nicht ganz. Nicht ganz. Und der macht noch einen Smite. Den bann ich dann. Mit einer 5 kommt der nicht. Da möchte ich den Gaze of Fate rerollen. Und er kommt mit einer 9. Der kippelt und kippelt hier so merkwürdig hin und her. Oh. Fehlt drei tödliche? Eine. Naja, schade. Hätte jetzt schon Bulgar mehr tot sein. Du hast die ganzen Rekruten mit den dreien getötet. Ja, schon mal 6, ne? Mhm. Da sind übrigens auch welche. Ne, die haben den Moralwert bestanden. Haben wir nochmal extra bestanden. Ne? Dann kommen wir zur Angriffsphase. Halten uns nicht mit Schießen auf. Meine Zerfleischer greifen deine Rekruten an. Abwehrfeuer. Mit einer 5. Passt das? Ich habe kein CP mehr, sonst hätte ich keine Abwehrfeuer. Richtig, stell sie mal einfach ran. Und das ist auch meine erste Einheit, die ich wähle. Das sind dann 10, 11 Attacken im Angriff. Wollen wir sie einfach mal ein bisschen umbringen? Auf die 2. Nee, auf die 3. Ich bin nicht groß genug. Nee, ist ja nicht. Du bist ein klein. Genau. Ich habe einen kleinen. So, Stärke 5 auf die 3. Das sind dann 5 tot. Minus 3. Einfach so. Minus 3. Einfach so dahin geschlachtet. Einfach 5 Rekruten mal tot. 4, 5, ja. Ist halt so, ne? Ist, es ist wie dies. Das Leben ist eines Rekruten. Genau, dann darfst du jetzt irgendwo deine erste Einheit wählen. Bulgrins dürfen nicht schlagen, hast du gesagt, ne? Genau. Weil du die so fies verzaubert hast. Ach so, genau. Dann musst du die wählen, weil meine Dämonen schlagen auch zuerst zu. Eigentlich. Oder ne, dann musst du die da hinten wählen. Genau. Sonst verlierst du noch mehr. Wen denn da hinten nehmen? Der Sentinel-Nahkampf. Möchte ich ja nicht. Ist mir doch scheißegal. Ja, okay. Der Sentinel stirbt. Ich hau lieber mit 5 Rekruten auf deinem großen Vieh da rum. Ansonsten, ja, das macht natürlich auch viel Sinn. Macht viel mehr Sinn. Also es ist auf die 5, auf die 6. Alles scheißegal. Ja. Gut. Dann ist Belacor dran, die alte Fletsche. Auf die 2. Nee. Guckst du mal bitte in. Der hat nur noch 4 Attacken, glaube ich, ne? Belacor hat wie viel Leben? Der hat noch 6. Wo ist er denn, der Arsch? Hä? Ach, hier. 5 bis 8 Leben, trifft auf die 2, Stärke 7 aber nur noch. Ja, plus ist ja egal. Und 5 Attacken. 5 Attacken hat er noch? Weil erst ab 4 hat er nur. Achso, okay. Die 1 darf ich ja wiederholen. Nee, kann er nicht, weil die verliert er die Fähigkeit, weil er nur noch so wenig Leben hat. Aber der hat ja Stärke plus 4, ne? Jetzt hast du mich verwirrt, ne? Plus 4, er macht den Durchbohrenden oder den Rundumschlag? Ich mach den mächtigen. Ja, aber der plus 4. 4 Wunden mit minus 4. 4 diesmal, oder? Könntest du, wenn ich jetzt mal nicht ausnahmsweise anfange, 6 zu würfeln, dann haut er ist die Einheit tot. Genau tot. Schade. Na, dann haut er die tot. Hoch. Belacor, der Jute. Die 300 Punkte teurer. Der möchte natürlich auch in deine Modelle da rein peilen. Dann machen wir jetzt, mal. Dann verliert er jetzt noch Leben dadurch. Dann machen wir kurz das Chicken in die Rekruten. Ja. Alles. Nur 3 tot. Nur 3 tot. 5. 10. Dann mache ich meinen hinten die Dämonetten, ne? Auf dein Sentinel. Ja. Das ist auch ein Kampf der Titanen. Aber eine 6 und jetzt. Ich weiß, welcher Titan jetzt da. Nee, keine einzige Wunde. 4 Stück auf die 4. Wenn ich alle überlebe. Ah! Was machst du denn?
Rüstungswürfe. Für wen? Für den Sentinel. Der muss er nicht, ich habe ihn nicht einmal verwundet. Ah, okay. Ich habe doch nur Stärke 3. Das, ich, da reichen 4 nicht mehr. Ja, das ist richtig. Boah, das, dann darf der Sentinel zurücktreten. Ne? Ich darf mit meinen Kollegen hier den Kalianer, den Katachan aus Optik auf Belakor rumklöppeln. Was ist denn der richtige ausgebildete Soldat? Achso, da hilft es auch nicht, richtiger ausgebildeter Soldat zu sein. Und dann hauen so ein paar Rekruten noch wenigstens auf deinen komischen Dämonen rum. Ja. 2. Nichts. Ja, das war sehr erfolgreich. Ja, also, Nahkampf ist nicht so die Phase der imperialen Armee. In der Moralphase, Max. Der hier bei dem Händchen, da kann ich nur mit einer 1 bestehen. Fast. Bist du unter der? Jetzt, weil da genau jetzt einer gestorben ist, bin ich bei genau 15. Ja, dann ist er ja ein bisschen noch auf so Stärke. Dann zählen nur 1. 15 Stück. 10, das ist mühselig. Also mit so vielen Einheiten, mit so großen Einheiten zu spielen, ist echt immer so ein bisschen. Einer, 2, toll. Ist nicht nur für mich mühselig, auch für den Gegner. So, 2 Stück Toad. Erst einer. Dann die Rekruten da hinten, ne? Genau. Die haben verloren, wie viel hast du mit den Zerfleischern kaputt gemacht? 5. 5, doch so viele. Ja. Okay. Mein 5. Es könnte gut hinkommen, dass es 5 waren. Ich habe. Den Lordkommissar, der hat Moralwert 9. Das passt. Reicht. Passt. Also, zur Not hätte ich eine erschossene Nummer gewürfelt. Gut. Dann würde ich sagen. Habe ich noch. Irgendwo. Nö. Sonst ist alles gut. Ist alles dope. Ich mache. Engage on all fronts. Ja. Das ist echt mühselig. Ich mache No Prisoners. Bestimmt nochmal mindestens einen Punkt. Ne, ich mach mal 2. 2, denke ich, ja. Ne? Am Schluss wird gerechnet, ja, Leute. Ne? Dann steht es jetzt gerade übrigens nach Runde 3. 41-37 für mich, oh. Fürs Chaos, aber sehr ausgeglichen. Du gehst jetzt in deine vierte Runde und du hättest wieder 3 Marker. Ja. Gut. Die vierte Runde der Dämonen beginnt, der Kadia des astralen Militarums beginnt. Der heldenhaften imperialen Armee. Der Junge ist vorgekommen, die sind auch vorgerückt. Ja, die machen tatsächlich jetzt, die stehen so an dem Marker, dass gerade die Gewichtung hat, wenn Max jetzt die eine Dämonette wegschießen würde. Das ist sein Marker, ja. Und dann wird auch das Banner runter. Jetzt ist der Marker umkämpft. Genau. Was ja eigentlich auch schon reicht. Nee, das reicht nicht. Du musst ihn halten. Aber zumindest. Am Ende irgendeiner Frage. Aber es reicht dir, damit du nächste Runde dafür keine Punkte kriegst. Dafür kriege ich schon keine Punkte. Aber du hast immer noch 2, also ist egal. Nö, es gibt ja nur 5, nicht 10. Stimmt, hast du recht. Ne? Und ich muss dir auch einen nehmen, dann wieder. Sonst kriegst du dann darauf 15. Hast du wahr. Ne? Belakor ist nicht mehr. Also, du bist nicht mehr im Nahkampf mit Belakor, bist zurückgefallen. Iggy ist vorgekommen, da bist du im Nahkampf geblieben, da hast du dich nicht bewegt. Dahin bist du auch zurückgefallen. Ja. Zielphase. Ich. Auf die Bulgrins zauber ich wieder, weil. Kann ich nicht, weil die sind zu weit weg. Die sind zu weit weg, glaube ich. Ich glaube, das hat mit 12 oder so. Keine Ahnung. Ja, wir versuchen einfach einen Schmetterschlag auf Belakor. Mit einem Würfel, weil es Astrophaten sind, auf die 5. Nee, und für den nächsten auf die 6 mit einem Würfel. Ach, schade. Möchtest bannen? Es ist nicht gekommen, René. Gut. Flammenwerfer, oder wir machen Grödelskram. Der Flammenwerfer wird in die Dämonetten da hinten rein. Hat den Befehl gegeben, sich doppelt zu bewegen. Das habe ich gerade schon gemacht, deswegen steht er schon da hinten. Die sind vorgerückt, können also nicht schießen. Also würde er als erstes schießen, wenn die Dämonette nicht tot ist, würde nochmal ein Mörserteam. Nee, der kann nicht schießen, weil er vorgerückt ist. Achso, dann würde. Also es muss auf jeden Fall ein Mörserteam. Es wird ein Mörserteam in die Dämonette schießen, das andere Mörserteam in diesen Bereich rein. In die Zerfleischer. Der. Genau, dann. Und die dann geht alles auf Belakor. Die sind im Nahkampf raus. Alles auf Belakor. Und der Rest geht auf Belakor. Und das gucken wir uns gleich an, aber wir fangen an mit dem Rödelskram, ne? Ja. So, wir haben schon ganz viel Gerödelskram gemacht. Die Dämonetten da hinten haben wieder ein paar verloren. Die Zerfleischer sind auf ein Modell runtergeschossen worden. Da ist noch einer mit dem Banner, den habe ich jetzt extra stehen. Mit der Lordkommissar im heroischen Nahkampf. Richtig, und die Dämonette, ja, die ist auch gestorben. Gut, jetzt gucken wir uns halt interessant. Unerwarteterweise. Wir fangen an mit einem Melter in Belakors Rücken. Trifft nicht. Dann
Wir haben den Panzerkommandant. Rache für Kalia bringt ja immer relativ wenig, weil man keine Trefferwürfe gegen ihn wiederholen kann, ne? Was echt schade ist. Und ich habe keine 2 CP mehr, um die vollen maximalen Schussanzahl zu machen, aber er macht sich zumindest selbst an, dass er die Anzahl an Schüsse wiederholen kann. Mhm. Und für den 1 CP macht er das auch dem Manticore an. Okay. Weil Einsen wiederholen macht ja eh keinen Sinn, weil das kann ich ja nicht. Okay, ja. Okay. Also trifft der Panzerkommandant auf die 4, fängt an mit der... wir machen jetzt mal eine andere Reihenfolge, nachdem es die ganze Zeit so wenig erfolgreich war. Wir fangen an mit den Seitenkuppeln, den Plasmakanonen. Aber der hat ja nicht Vollschuss. Du hast vollkommen recht. Habe ich nicht, aber ich darf es nur wiederholen. Genau. 5 Schuss ist in Ordnung, das ist eine weniger als Maximum. 3 Treffer. Auf die 4. Wieder nur an dieses Verwunden, das ist das Fiese. Safe. Oh, der René, der Laserkanone. Trifft. Verwundet. Oh. Jawohl! Kannst schon töten. Ich habe kein CP mehr. Ich auch nicht. Ein Schaden. Nicht so. Dann hat er noch 4. Nee, noch, warte mal, der hat noch 10 verloren. Hat er 11 verloren. Jetzt hat er noch 5. Komm. Der Torwächter von Kadia. Anzahl der Schüsse. Wiederholbar durch das Stratagem. Ja, also zweimal ein W6, ne? Also 2 W6. Den einen lasse ich, den anderen wiederhole ich. Ja. Weil ich darf ja Anzahl der Schüsse wiederholen, das sind ja zweimal hintereinander geschossen. Genau. 7 ist besser als 6. Da bin ich halbwegs zufrieden, wenn er jetzt auf die 4 auch ein bisschen trifft. Ja, gut. Und auf die 3 wegen plus 1, minus 1 verwundet. Das ist sehr mächtig gegen den. Ja, aber nicht, wenn man 2 würfelt. Aber ich muss minus 1 schaffen. Nee, ja, genau. Tue ich nicht, ist tot. Dann Gott sei Dank ist er endlich. 6 Schaden, Velakos tot. Ich glaube, der geht nicht hoch. Nee. Velakos weg. Das ist ein heftiger Schlag jetzt, aber es musste auch mal irgendwann so sein. Der Jute. Schöne Velakor. Ja. War gut. Jo. Jetzt habe ich hier noch den Melter oben. Den hast du doch gerade schon geschossen. Ach, du hast jetzt noch den Manticore. Hat der Melter nichts gemacht? Das war traurig. Okay. Dann der Manticore, der schießt hier rein mit seiner normalen Knarre. Und dann habe ich noch die Raketen, die. Ach, die könnte ich auch noch ohne sparen. Ja, aber ich mach die weg. Ich habe auch keinen Phenopain gegen 3 Schaden. Und dann sind die Base weg und vor allen Dingen ist dein Obsec an der Stelle weg. Gut. Du hast zwar noch deinen Chef, aber der stört mich gar nicht. Erstmal den kleinen Nurgle-Base da in Rücken geschossen. Eins wiederum wegen Kadia, nicht bewegt. Genau. Alles getroffen. 2. Du hast keinen Philipp. 3 Retter, genau. 5er Retter, 5er Rettungswurf erstmal. Ach, einer geht durch, 2 Schaden. Ja. Dann ist das tot, ne? Da genau. Stehen 2, ja. Ja, genau. Dann ist da hinten das Nurgle-Base. Volltreffer. Jetzt geht's los hier, Leute. Und jetzt Anzahl der Schüsse für den Manticore-Panzer, für die Rakete oben. 4 wiederhole ich komplett. Ich kann nur komplett wiederholen bei dem. 7. 7. 7. Upte 4. Upte 4. Einsen wiederholen. Jetzt kannst du die Einheit ganz töten. Ja, auf die 2. Ach, nee, kann ich nicht. Nee, einer nur. Das ist einer tot. Todtraurig, der Manticore. Zack. Glück hat, der hat jetzt keine Raketen mehr, ne? Wir sind Runde 4. Gut, dann sind wir in der Nahkampfphase. Der Kommissar geht um. Da hinten der Lord-Kommissar greift den 1er Fleischhaken mit einer 5. Sollte reichen. Passt. Ist eine. Ja, 3. Dahin. Mehr Angriff. Also wir können jetzt mit dem Burgrins könnte ich noch die angreifen, warum nicht? Aber dann klatscht der Vogel. Macht die wie viel Schaden? Macht 3 Schaden vielleicht. Aber dann soll er sich lieber ein bisschen mit Rekruten rumprügeln, ne? Genau. Kann man in der letzten Runde immer noch töten. Ah, ich hätte eigentlich das. Egal. Mehr kann ich nicht. Ich würde mit dem Lordkommissar anfangen. Ich schätze, so ein Lordkommissar wird 4 Attacken haben. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Ich guck mal nach.
So, wir haben mal gerade das Lord-Kommissar-Profil aufgeschlagen. Der darf zum Beispiel gar keine Befehle erteilen. Ja, oh, ich hab geschummelt. Egal, Max hat geschummelt. Muss ich dann im Vorfeld nochmal unten einblenden, dass er das nicht darf. Dass ja. Max ab da schon geschummelt hat. Er hat auch nur 3 Attacken. Ja. Einen Treffer? Das ist, ja. Keine Wunde. Keine Wunde. Dann haut der zurück. Doch, Energieschwert. Stärk 5, ich habe ja schon 3. Nee, ich habe auch eine 2 gewürfelt. Ja, schon gut. So, ich habe gewürzt, hast mich ja angegriffen, jetzt haben wir wieder 2 Attacken, ne? Ja. Triff ich 2-mal. Ja. Stärk 5. Ja. Hier stand 3. 2-mal mit minus 3. Refraktorfeld. Dann verlierst du 2 Leben. Ja, da hat er 2 oder 1 oder so. Ja. Dann dürfen deine Rekruten. Auf den Chicken. Ist meine Runde, du darfst zuerst. Achso, genau, dann darf ich da zuerst. Du hast natürlich total recht. 5 Attackos. Einer nicht. Auf die 2 haut der 3 tot. 4 tot, Max. Das ist schade. Ja, finde ich auch. Dann dürfen 5 Stück noch auf dem bisschen rumrödeln, genau. wenn sie lustig sind. Eine Wunde. Ah ne, gar nichts. Ich brauche nur 6, müssen wir schon sieben. Da hinten meine Dämonetten hauen jetzt auf deinen Panamanda. Den hasse ich. Den hätte ich dir tendenziell. Hassig, komm, dann eine 6. Ja, meine, minus 3 Sechsen. Ist er tot, ne? Ja, ist explodiert er nicht. Da kann er auch, ne? Ich glaube. So, Max, du machst Punkte, ne? Du machst Res Banners für 3, du machst Engage für 3 und Assassination machst du auch für 3. So, das sieht ziemlich gut aus. Ich krieg auch nur 5 Punkte. Das ist der Swing, glaube ich. Das ist der Swing. Ich kann mir Moral. Kann mir das, ach, der, genau, für den 1er Fleischer. Ja. Der ist weg. Hat der Kommissar seinen Job getan? Der hat 4 plus, der hat 4 verloren, der hat leider nur 7, genau. Ich krieg nur 5 Punkte primär, ich krieg auch nur 2 Bannerpunkte. Und ja, wollen wir mal gucken, was ich da so machen kann. Die 4. Runde der Dämonen beginnt. Ich bin hier im Nahkampf geblieben mit dem Vogel. Der ist 5 Zoll vorgekommen, die sind stehen geblieben. Blackbeaver sind stehen geblieben und die Dämonetten, die habe ich jetzt nicht für Engage nach vorne geschmissen, weil sonst würden die gleich einfach sterben. Ich versuche ihm jetzt auch Engage zu nehmen und den einfach und die zu töten. Ich habe eine Psi-Phase, ich mache mir erstmal der Pestilenz auf die Nörglings. Kommt. Wenn du setzt, dann bitte. Dann sind die jetzt miasmalisiert. Dann kommt der Vogel. Ja. Max, der Vogel. Ne? Der macht jetzt erstmal. Der doofe Vogel. Der macht jetzt Might. Ja. Mit einer 10. Leider nicht groß. Ich versuche den zu bannen. Du kannst 2 Zauber machen, ich kann 2 bannen. Ah gut, du kannst einen 3. Zauber machen. Ja komm, mach. Hau raus dein Smite. Vielleicht gibt's, 3 tot? Vielleicht gibt der Rin, ja, das wäre natürlich grandios. Dann mache ich Bolt of Change. Komm in der 11. Den banne ich. Nicht. Für 4, 3. Nochmal 3. Ah, da stehen noch 3. Ja, dann muss ich den einen ausgeben und mach noch einen, dann mach ich das Höllentor. Das kann ich dir. Kommt mit Not 9. Oh, hat er gewandt, ey! Hat er gewandt! Oh, schade. Die werden ausgelöscht im Nahkampf von dir, aber das. Ja, aber trotzdem. Ich hätte ja auch. Aber ich hab den Marker dadurch verloren. Ne, da oben ist einer. Der ich hätte auch deine Bulkrins töten können, ne? Deswegen. Du hättest meine Bulkrins töten können. Oder so. So, Psi-Phase, Durchschussphase haben wir nicht. Nahkampfphase wirkt, Held des Nörgel greift an. Mit einer 5 sollte er rankommen, ne? Ja. Kämpft einfach durch die Wand. Ach ja, warum habe ich die nicht eigentlich? Ich habe die vergessen zu bewegen. Ich hätte die natürlich so an den Marker. Macht ja Sinn, ne? Macht Sinn. Meine Dämonetten da hinten, die brauchen auch eine 5 oder so. Ja, das sollte. Kommt ran. Bewegen wir kurz. Ja, locker. So, Angriffe zuerst. Der Poxbringer fängt an, der hat 3 Attacken. Er trifft dich auf die 2. Oh! Boah, es hat eine Lusche. Stärke 5 auf die 3. Einmal minus 3 ist einer tot, ne? Ja.
Gut. Dann meine Dämonetten da hinten, die haben 10 Attacken, das sind mal 5 Stück. Auf deine Silence. 8 Treffer. Brav Mädels, auf die 4. Das sind schon mal 3 ganz tot und 3 mal mit minus 1. Einer hat ausgelöscht. Sehr schön. Trupp eliminiert. I like. Dann dürfen deine 3 Rekruten noch gegen meinen Vogel zuerst. Ja, das ist der erste bestehende Nahkampf. Ich kann natürlich auch mit den Dings zuschlagen, aber das macht keinen Sinn mit den Sions gegen deinen Plague Meister da. Weil die sollen ihre 3 Attacken ihr Glück versuchen. Ah, jetzt haben sie sich eingebooft. Nee. Gut, dann hau ich die hin. Oder willst du sie? Ich kann sie wegnehmen. Ja, ich treffe mal Ja, du bist jetzt das keine 4-1. Doppel 1? Ne, 3 tot. 3 tot, genau, dann hast du den Trupp exakt auf. Dann würde ich noch versuchen, dein Nörgel. Dann möchte ich hier oben in den rein konsolidieren. Okay. Aber da kriegst du aber jetzt noch einen ins Gesicht. Ne? Ja, sicher. Erstmal der Kollege, der einen ins Gesicht trifft. Nee. Dann hier hinten. Treffen alle. Wieder schon 5? Treffe ich auf die 3 bestimmt, da sind ja Elite. Ja, obwohl im Nahkampf glaube ich nicht, dann sind es 4. Im Schuss auf die 3 auf jeden Fall. Nicht. Ja, ist egal, ich halte Marker, ich habe 4 Obsec an deinem Marker. Ja, leider, Marker. Du hast auch keinen Moralwert und so. Ne, ich habe Moralwert 7, da passiert nichts. Hier habe ich den Marker, das heißt in meiner Runde kriege ich sogar 15. Ja, das ist, also es ist wirklich zum, es ist zum Mäusemelken, ne? Ja, der hat jetzt ein bisschen versagt, der Kollege. Also ein bisschen komplett. Aber du hast immer den Vorteil, gleich in Runde 5. Ich könnte es eventuell auch noch auf 15 aus, kommen. Ja. Gut. Wie dem auch sei, mache ich Engage für 2. Ja. Ich mache No Prisoners. Mache ich nochmal einen Punkt mindestens. Ne? Ja. Dann würde ich sagen, gehst du in deine 5. Und du kriegst leider die 15. Und 3 Bannerpunkte. Bis gleich. So, die Bewegungsphase vom letzten Zug des Astromilitarums beginnt. Du bist hier zurückgefallen. Da bist du auch zurückgefallen. Und da hast du dich auch noch an den Marker bewegt. Ja. Sonst, da hinten wurde sich um den Marker gruppiert. Hier bist du. Der Vogel ist jetzt frei. Der Vogel ist frei. Frei zum Abschuss. Genau, frei zum Abschuss. Wir versuchen Grillhähnchen zu kriegen. Genau, weil der ist nochmal 4 Punkte wert, weil der Warlord ist. Und ich würde sagen, Max fängt jetzt an. Musst du zaubern? Ich versuche 2 Smites. Einfach nur. Aber ich kann es ja sowieso. Ja, du hast eigentlich Quatsch und ich kann nur einen Würfel nehmen. Das ist Quatsch, du hast vollkommen recht. Die Bulgrins werfen eine Granate in den Vogel. Trifft nicht. Der Manticore schießt in den. Trifft. Verwundet einmal. Safe. So. Die unmögliche Robe ist ja an. Dann der Panzerkommandant mit allem Rödelskram. Ich kann keine. Hab meine CP gerade ausgegeben für den zweiten Befehl mit dem. Dass du da an den Marker gegangen bist, habe ich vergessen zu sagen. Der schießt auch mit seinem Volta, aber das kann. Trifft einmal, verwundet keinmal. Jetzt der Panzerkommandant. Laserkanone. Trifft. So. Die hat plus immer 1. 2 verwundet. Plus. Nein, ah, nur der Gatekeeper. Ah, ja. Nur der Torwart. Ich darf nur 1 wiederholen, das war's. Nur der Torwart. Dann die Plasmakanone. Die Laserkanone hat in diesem Spiel nichts gemacht. 6 Schuss. Die hat einmal im Spiel nur weniger gemacht. Das war der letzte Runde. Ja, überhitzen natürlich. Eine tödliche. Auf die Dry. Alle. Alle mal ausnahmsweise. Einer geht durch, macht 1 Schaden gegen mich. Ach, minus 1 auch nochmal. Fino Pace. Ah, jetzt wieder zurückgesprungen. Das ist der erste Schadenspunkt am Chicken. Ja, und dann schießen wir noch im Rücken mit dem Gatekeeper. Falls irgendwelche Würfelwürfe ganz verrückt sind. 7 Schuss ist okay. Schnitt. Ja. 1. Das wiederholen, weil ich Kalia bin und nicht bewegt. So. Jetzt aber auf die 2, richtig? Auf die 2, ja, weil du einfach Verwundungswurf kriegst.
Und eins wiederholen, weil ich diese Regel habe. Mit fünf. Das Panzerass, ja. Ja, gehen drei durch, ne? Sind sechs Schaden, weil ich ja reduziere. Genau. Feel no pain. Also verliere ich fünf Leben und kriege einen dazu, verliere ich vier Leben, dann habe ich fünf Schadenspunkte. Das hat sich ja gelohnt. Dann würde ich mit den Mörsern und dem Gerödelskram noch versuchen, der Charaktermodell zu das müssen wir machen, weil das ist Assassination für dich und wichtig, Marker. Dass ich da überhaupt was an dem Marker noch machen kann. Genau. Wir fangen an mit den Mörsern. Sechs alles Mörser, ne? Komplett. Eins beim Treffen, eins beim Verwunden wiederholen. Hätte der mal erstmal auf sich gemacht, oder? 10, 20, 25 Schuss. Die ersten 20. Ja. Dann sie wiederholen. Kaya. Und dann fünf noch hinterher. Dann sie wiederholen. Ja, ne? Das sind alles die getroffen. Und auf die fünf verwunden, Einsen wiederholen wegen dem Befehl, der auf beide Einheiten gilt, weil die sechs Zoll zusammen sind. Eine Eins. Fünf, oder? Sechs Sechsen. Fünfer Retter. Der war schon mal ganz hervorragend. Heute bei dir. Fünfer viel noch Pain. Also, kein Schaden. Alles, was du heute an Nörgel hast. Ja, das war voll gut. Widerwärtig zäh, abartig zäh. Der Rest ist im Arsch. Aber Nörgel. Das andere hat ganz gut ausgeteilt. Und muss man sagen. Und Nörgel ist grandios. Ich versuche trotzdem mein Glück mit den Zions noch vielleicht. Zurückziehen und schießen durch Befehl. Genau. Drei. Haben die doch schon. Die Lasergewehre. Keine Wunde und das Plasma-Pistol kann ich mir sparen. Ja, das war wichtig. Jetzt habe ich wirklich, die zwei Einheiten sind safe. Die kannst du mir eigentlich nicht mehr abräumen. Ja, das gibt dann, das sind dann halt 7 Punkte Assassination, die dir. Aber gut. Gewinnen wirst du wahrscheinlich sowieso. Ich würde. Gehst du in den Nahkampf? Mit den Bulgrins in Nahkampf gehen. Einfach damit du. Mach das? Dann hau mal zu. Damit du gleich. Vielleicht überleben, wobei überhaupt zu überleben ist die Frage, aber. 9 Attacken, 3 und 4 plus 2 wegen dem Priester. Ah, und nochmal plus 2 wegen dem Priester in 6 Zoll. Ah. Der ist ja hier. Also, boah, wollen wir jetzt richtig was durch? Ja, vielleicht. Treffen auf die 3. 2 nicht. 2 nicht, der war gut. Jetzt hauen wir mal richtig zu hier auf die 4. Ja, der Iggy muss wettmachen, was die Kollegen gerade verkackt haben. Boah, der war gut, 2, 4, 6, 7. 7. Das macht dann drei Schaden. Ein Schaden immer nur. Ja. Das ist echt auch. Dann ist er auf. Hat er 8 Schaden kommen, dann hat er noch 8. Er ist halb tot. Ja, dann hat er ein bisschen. Der ist auf jeden Fall schon Racket und so. Und dann zaubert er nicht mehr so gut. Auch das, gut. Okay. Der darf zurückhauen. Ja. Und dann muss ich mir natürlich jetzt mal eben das Racket angucken. So, das Chicken hat noch 4 Attacken im Nahkampf. Trifft er auch noch auf die 2? Ja. Wundet. Eine Wunde mit minus 2 für 3. Ah! Na, tot. Lebt der Iggy noch? Ja, aber ist ja. Und ist hat ja sein wichtig. Ziel erfüllt. Also, nur wenn ich jetzt beide getötet hätte, wäre wichtig gewesen, dann hätte ich die ja noch töten können. Ja, ja, genau. Aber so kann ich es nicht mehr. So kann ich mir diesen Marker. Doch, du kannst den. Ja, nee, du kannst ihn nicht, kann den Marker nicht mehr fragen. Nicht töten im Nahkampf, richtig. Warte mal. Hier kann ich ja heroisch intervenieren, ne? Das ja, da nicht. Konnte man das nicht vermeiden. Richtig, dann hau ich da noch zu. Ich versagt. Stärke 5. Das darf ich wiederholen. Ich habe alles gerade. Nicht nur Einsen, das glaub, ist immer frech. Misslungene Verwundungswürfe habe ich wahrscheinlich auch vergessen. Zweimal mit minus 3 sind 2 tot. Wie ist das? Dann müssen die Moral machen? Die haben 2 verloren. Auf eine. Sie haben 7. Auf eine 6 kann einer laufen. Können sie laufen. Oh, aber die dürfen auch noch zurückschlagen. Vielleicht einer. Aber gut. Ja, ich weiß jetzt, René, das sind deine Nörgel. Weil das wäre jetzt, also du hast 3-3. Jetzt 3 gegen 3 leider. Aber es ist egal, du punktest am Ende des Zuges. Ich punkte am Ende des Zuges. Deine Runde ist vorbei, Max. Korrekt. Du machst Engage für alle Fronten. Du machst nicht Assassination, weil du bannerst.
ist vorbei. Ich krieg 2 Bannerpunkte schon mal. Anfang meiner Runde und jetzt versuche ich mal ein paar Pünktchen zu holen. Ich habe dich leider nicht auf. So, das Spiel ist vorbei. Wir haben die letzte Runde jetzt einfach. Also, es ist ja nichts mehr, es ist ja wirklich nichts mehr passiert. Ne? Ich habe den einen Marker noch freigeräumt, sodass es meiner war, dann, dass ich wieder 10 bekommen habe. Ja. Und ich habe noch ein bisschen No Prisoners gescored und das Spiel ist folgendermaßen ausgegangen. Der Max gewinnt mit 80-71 für das Astra Militarum. Juhu. Glückwunsch ans Dankeschön. Imperium. Ein Swing. Dieser eine Swing hier vorne bei dieser Ruine, dass Max mir dass du den Marker freigeräumt hast, dass ich nur 5 bekomme, auch wegen der scheiß Mission. Und du dafür 15 in der Runde, weil ich kann dich nicht wegmachen in meiner Runde im Gegenzug. Und du bekommst dann 15. Das sind genau die 10 Punkte primär, die wir Unterschied haben, weil sekundär habe ich sogar einen Punkt mehr als du. Ja, das waren bei mir auch aus der Not geborenen. Ne? Assassination ist nicht gut gelaufen, hattest du nur 6 Punkte, dafür Engage 14. Hat doch so viel. Ja, du hast einmal nur 2 gehabt. Stimmt, ich habe jede Runde immer gepunktet. Ja, du hast ja als die Science dann da waren, war ganz vorbei. Der gegen die hatte ich ja gar nichts mehr. Ja, und die Sentinels waren noch dabei, die guten. Genau, dann Engage voll, Raise the Banners voll, ne? Da habe ich auch nur 12 geholt bei den Banner-Punkten, Engage für 13 und No Prisoners 11 Punkte. Also eigentlich sehr solide. Ja. Ne? Muss man so sagen. No Prisoners hat das Gap noch ein bisschen kleiner gemacht. Aber ein Swing. Primäre, du hättest dann einfach noch eine Einheit hinten lassen müssen. Ja. Aber letzten Endes, das Verrückte ist, du hast mich so unter Druck gesetzt und eigentlich nur mit Bellacor plus 2 großen Dämonen und von mir aus den Nörgelfliegen. Der Rest von deiner Armee. Und die Zerfleischer, ne? Und die Zerfleischer, stimmt. Der Rest deiner Armee steht einfach nur hinten und hält die Marker. Ja, also auch die Plague Bearers, ich meine, die sind teuer dafür, dass sie da hinten stehen, aber die halten auch einfach so die 2 Marker. Da machst du gar nichts gegen. Das ist richtig. Wenn du willst, dass die dann im Prinzip 35 Punkte fast alleine gehalten haben in dem Spiel, dann kann man dafür mal 260 Punkte ausgeben oder so. Ne? Richtig gut gefallen haben mir die Nörgeltruppen hier. Ja, die waren nervig. Ne? Der Herold hat nachher noch was gemacht. Du hast immer von den 5er Rettern hast du gut gerettet und die Philo Pains hast du dann noch besser gemacht. Auch gerade als Infiltratoren, die haben dich hinten reingedrückt. Du konntest gar nicht nach vorne kommen, weil du musstest sofort mit in den Nahkampf mit Rekruten, die haben sich nichts gemacht, aber du hast dich halt auch nicht nach vorne bewegt. Ne? Das ist richtig. Deswegen richtig gut. Auch meine 2 Großen, der Keeper, ja gut, der ist der Schwächste, den nimmst du natürlich raus, ist klar. Aber der Chicken hat richtig viel ausgehalten. Ja gut, dafür ist er konzipiert. Und Bellacor hat halt einfach Runes ohne Ende rausgeholt rausgehauen. Und Bellacor ist einfach richtig gut. Ne? Ja, gerade gegen Astra Militarum mit dem -1 auf Treffen, das tut Imps immer weh, weil genau wie Tau oder so, weil du halt dann nur auf die 5 triffst und das Verwunden um -1 noch. Ich meine, der tötet natürlich die Burgrins einfach weg. Ne? Hat er. Ne? Dann noch mit zuletzt zuschlagen lassen, sind natürlich so Psy-Kräfte, die da in diesem Zusammenhang richtig gut sind. Deine Mörser waren gut, wolltest du sagen? Ja, genau, die haben hinten die Marker freigeräumt. Das hätte ich vielleicht sogar schon früher machen können. Dann wärst du gezwungen, früher nach hinten zu gehen. Da habe ich aber gar nicht dran gedacht, weil ich, weiß ich nicht, dachte, ich muss diese scheiß Klasse. Also die Mörser-Teams haben schon tatsächlich einen kleinen Ausschlag gemacht in diesem Spiel. Ne? Ich hasse Sentinels, ne? Ohne Scheiß, Leute. Der eine war gut. Man denkt immer so, ja, die können doch nichts. Natürlich können die nichts. Aber die haben wieder schon 5, 6 Leben. Die musst du erstmal töten. Ja, und das da musst du ja mit richtig hartem Zeug drauf gehen, damit du die sicher wegmachst. Und das sind halt die Scout-Sentinels. Das heißt, die bewegen sich vorm Spiel und für eine Gefechtsoption nochmal in der Schussphase. Die haben 2 Runden, die haben 2 Einheiten von mir abgebunden, wenn du so willst. Ja, und die machen an alle Fronten. Und letzten Endes kannst du die sogar mit der neuen Gefechtsoption zu Obsec-Truppen machen und ich glaube, dann zählen die, wenn ich mich nicht, sogar als 5. Also du kannst auf jeden Fall Obsec anmachen bei denen. Wie fandst du jetzt Rekruten? Ich konnte leider, oder was heißt leider, ich hatte keine CP, die habe ich ja alle für den Panzer gebraucht. Für das, was Schaden macht, dass die wenigstens ein kleines Transhuman bekommen oder sowas, weil du kannst denen machen, dass die ein kleines Transhuman haben, das heißt, du verwundest die nicht auf die 1 und 2, also nicht auf die 2, was jetzt hier nicht so ausschlaggebend ist, aber solange du nur einen Schaden machst,
kriegen die plus 1 auf den Schutzwurf. Das heißt, dann haben die eine 4er Rüstung. Ja. Dann gibst du für 1 CP denen eine 3er Rüstung, für in Deckung gehen und eventuell zauberst du noch drauf, dann hätten die eine 2er Hose. Oder die stellst du einfach nur in Deckung, reicht das schon. Dann hätten die eine 2er Hose oder so eine 1er Hose. Dann sind die schon sehr haltbar. Hier war es halt wirklich die Masse, weil du halt nicht diese ganzen Dämonetten oder sowas nach vorne brachtest, sondern wirklich deine großen Dämonen mit den harten Attacken gegen die harten Ziele und musstest die ganze Zeit mit 6 Attacken, die 3 Schaden plus wie 3 Schaden machen, auf Rekruten rumhämmern. Das ist für dich jetzt doof. Ich glaube, gegen viele andere Armeen, sei es Basements mit Boltern oder hier, wie heißen die, Drukhari, Dark Elder mit Attacken bis zum Erbrechen, da kommen die 30 Rekruten und sind in 2 Runden weg. Aber man muss sich erstmal durchwühlen. Das stimmt. Und also so schlecht sind sie nicht. Dadurch, durch dieses White Shield, also durch die Weißblech-Regel halt, ist ganz nett, dass die halt dann die Befehle. Also man muss jetzt mal zum Ende sagen, trotz Relikt von Cardia, trotz Rache für Cardia, trotz Banehammer, der gegen Chaos gut ist, ist das Spiel relativ knapp gewesen. Richtig. Ja, und das fand ich eine gute Sache. Der Panzer hat viel CP gefressen. Ob er dafür genug gemacht hat, bleibt zur Frage. Ja, muss man sich die Frage stellen. Dabei zu haben, ist sicherlich nicht verkehrt. Das war richtig gut. Das ist jetzt auch keine mega harte Liste. Ich hätte für über 600 Punkte Burgrins dabei, die nicht viel gemacht haben. Aber außer dich zu verlangsamen. Aber die neuen Regeln mit dem Octarus-Buch für Cardia habe ich jetzt, ist ganz nett. Also, dass die Rekruten halt diese auch Befehle normal nehmen, finde ich gut. Den 2er Rüster auf den Panzer konnte man jetzt nicht sehen, aber dass der Panzerkommandant Befehle auf andere Panzer das macht kann, schon mal aus. Das finde ich sehr gut. Und auch, dass die Befehle in 6 Zoll Umkreis auf die Einheiten immer gelten und nicht nur auf eine Einheit. Auch das finde ich gut und das ist auch sehr gut. Also, gefällt mir. Von den Cardia-spezifischen Sachen habe ich jetzt nicht so viel gebraucht. Ich glaube, ich muss auch nicht einfach nochmal Cardia spielen. Ist natürlich nett, eine Einheit Obsekt zu machen oder dieses zusätzlich oder dieses kleine Transhumano zum Quatsch. Aber an sich hätten sie jetzt auch Katakana gemacht. Glaube ich auch. Na, auch Katakana haben White Shields, beziehungsweise auch normale Rekruten, ne? Nee, das wäre sogar Cardia-spezifisch. Ja, aber die haben ja normale Rekruten. Ja, aber die kannst du nicht zu Weißblechen machen. Aber weißt du, was macht normal Weißblech? Dass die den Befehl immer nehmen und nicht nur auf die 4 Plus. Na, das ist aber egal. Nee, die sterben irgendwo. Ja, aber das. Und dass die Moral von 6 dann haben, das ist wiederum vernachlässigbar. Aber ich finde dieses. Diese Weißbleche ist. Das ist nämlich Cardia-spezifisch. Und das ist halt, ich finde, das ist schon das, was ausschlug. Also das war der Grund, warum ich die genommen habe. Gut, ich habe jetzt, du musst sehen, der Lord-Kommissar konnte jetzt keine Befehle erteilen. Ja, okay. Aber hätte ich da einen hingestellten Befehl erteilen kann, also ich hätte ja auch anstatt Lord-Kommissar, hätte 25 Punkte auch ein Platoon-Commander bestehen können. Du kannst auch den Lord-Kommissar wegmachen, der hat ja keine Lord-Kommissar-Regel. Also stell da einen 25 Platoon-Commander hin, Punkte, und der hätte dann diese ganzen Gear zurückschießen nochmal, das hätte alles geholfen. Sonst immer noch ein Spiel plus. Naja. Ist aber war ein cooles Spiel, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch lange gezockt. Es dauert bei solchen Listen immer so lange. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten Spaß. Und wir dachten, kann auch sein, dass der Silvester rauskommt oder kurz danach. Dann frohes Neues. Ja, frohe Weihnachten. Und frohe Weihnachten gehabt zu haben. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.